Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde Sie mal bitten, Platz zu nehmen, dass wir starten können. Sie müssen nicht hetzen, ganz in Ruhe. Aber dass wir so langsam beginnen können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Veranstalter, Sie hier in der jüdischen Gemeinde. Herzlich willkommen, aber auch Sie an den Bildschirmen
zu Hause, im Büro oder unterwegs, Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen. Die Veranstalter sind heute das Büro für Kunst im öffentlichen Raum, der Kulturwerk GmbH im BBK Berlin, und Sie hören es schon am Namen, liebe Frau Müller, das sind Kolleginnen und Kollegen, die sich damit auseinandersetzen, wie man Geschichte im öffentlichen Raum mit kulturellen Interventionen sichtbar machen kann, also genau eins unserer Themen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der zweite Partner, die Mendelssohn-Gesellschaft, lieber Herr Lackmann, auch Sie herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und auch hier ist das Thema, was Sie bearbeiten, die Aufklärung, genau das, womit wir uns heute befassen wollen, und mit Mendelssohn ganz klar einer der ganz großen Protagonisten. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und der dritte Partner, unsere Stiftung Zukunft Berlin. Wir verstehen uns als Plattform für bürgerschaftliche Mitverantwortung, arbeiten seit über 10 Jahren zur Berliner Mitte, sehen das als ein unglaubliches Potenzial. Ich habe immer gesagt, das ist mein Wohnzimmer, auch für die Zukunft Berlins. Und das ist das, was uns umtreibt. Und wir haben in unserem Berlin-Forums eins unserer Formate, die wir mit Politik und Gesellschaft zusammen veranstalten, auch zu diesem Thema gearbeitet. Einige Stakeholder, die beteiligt sind, sehe ich hier auch im Raum. Wunderbar, dass Sie auch mit an Bord sind. Und wir haben eben auch dieses Thema Geschichte als eins ganz Wesentliches natürlich gerade in diesem Raum herausgearbeitet. Und wir haben zuletzt eine Veranstaltung im Sommer gemacht mit den Spitzenkandidaten und jetzt hier Entscheidungsträgerinnen. Ich will nur zwei beispielhaft nennen, Franziska Giffey und Bentina Jarasch, die ja jetzt an wichtigen Stellen auch Verantwortung übernommen haben. Und da ist uns auch wieder klar geworden, wie viel Potenzial in diesem Thema Aufklärung steht, was da es noch auch zu lernen gibt und dass es in Berlin keinen anerkannten Ort gibt, wo man das mal ja zusammenführen kann, wo man von ausgehen kann, wo sich das ein bisschen sortiert. Und da haben wir gesagt, wir machen mal eine Veranstaltung mit Fachleuten und wir wollen heute mit Ihnen diskutieren, an welche Personen muss denn gedacht werden und an welche Orte, an welche Ereignisse, welche Gebäude. Das wollen wir heute mal herausarbeiten. Und das Zweite ist auch, welche Form ist angemessen? Sie kennen Marx und Engels, Sie kennen sicherlich auch das Monument von Moses Mendelssohn an der Spandauer Straße. Wie stellt man heute Geschichte dar mit kulturellen Möglichkeiten? Auch das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Wir wollen aber auch mit Ihnen diskutieren, Sie kennen oder viele von Ihnen das Verfahren zur Berliner Mitte. Und Sie wissen, es ist ein Raum, wo es noch kein Gesamtkonzept gibt, und wir wollen vorschlagen, dort auch temporär künstlerisch zu intervenieren, dieses Thema Aufklärung in den Mittelpunkt sichtbar zu machen, also auch so ein Verfahren, was kann auch sehr schnell gehen hier in der Stadt und wie kann so ein Verfahren aussehen, das wollen wir mit Ihnen heute gemeinsam diskutieren. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Mir bleibt der jüdischen Gemeinde ganz herzlich zu danken, die uns hier ihren Raum zur Verfügung gestellt hat und uns auch, ja, das verlangt einen Applaus. Und uns draußen, wie Sie sehen, auch ein bisschen kulinarisch versorgen, sodass wir dann auch im Nachgang noch die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe ja hier schon viele bekannte Persönlichkeiten auch gesehen. Also ich freue mich auch auf diesen Teil, eher informellen Teil der Veranstaltung. Ich möchte noch kurz vorstellen, wer jetzt hier oben schon Platz genommen hat. Fangen wir mit der Dame an, Lea Roos. Also auch durch Sie sind wir hier. Langjähriges Mitglied auch unserer Initiative zur Berliner Mitte. Und Christoph Knoch, neben ihr jetzt Vorstandsmitglied bei uns in der Stiftung Zukunft Berlin, die uns durch den Abend führen werden. Und die anderen möchte ich nur kurz namentlich vorstellen. Ganz außen Jan Mende, Ihnen herzlich willkommen. Konrad Wiedemann daneben. Ja, also ich will eigentlich was zu Ihnen sagen, aber ich verbiete es mir. Das ist der Job der Moderatoren. Und Christoph Makschies, ich kann nur sagen, alles drei wunderbare Leute genau zu diesem Thema. Ich freue mich sehr auf den Abend und bin sehr neugierig und deswegen höre ich jetzt auf zu reden, wünsche uns ja viel Information und wir versprechen Ihnen, wir wollen natürlich, dass das auch für Berlin Folgen hat und darum werden wir uns dann im Nachgang der Veranstaltung auch kümmern. Also Ihnen alles Gute und ich freue mich auf die Veranstaltung und bitte Lea Roos und Christoph Knoch. Ja, danke schön. Die Großzügigkeit der jüdischen Gemeinde geht ja noch weiter. Wir dürfen hier Wein trinken, das haben Sie gesehen, da sind Sie vorbeigegangen. Und Sie können im Sitzen Ihre Masken abnehmen. Wenn Sie wieder aufstehen und rausgehen, dann bitte wieder aufsetzen, bis Sie am Weinglas sind. Das kann man auch ohne Maske alles genießen. Also, das nur vorweg. Und dann wollten wir sagen, hinterher, wenn Sie Fragen stellen, nach der Podiumsdiskussion, nachdem
diese wunderbaren Menschen hier und Frau Müller alles vorgetragen haben. Bleiben Sie bitte auf Ihren Stühlen sitzen, denn es wird gefilmt und unsere Mitarbeiterin, Frau Uhlig, kommt mit einem Mikrofon zu Ihnen. Dann aber bitte auch weil wir filmen, ohne Maske sprechen. Man versteht es halt besser und Sie sehen auch so wunderschön alle aus, dass Sie die Maske nur entstellen kann. So. Jetzt beginnen wir mit inhaltlichen Schwerpunkten auf offene Fragen. 4 Statements werden Sie hören und wir beginnen mit Urs Kohlbrenner. Urs Kohlbrenner ist bei uns in der Arbeitsgruppe Berlin-Mitte dabei, ist Architekt und weiß natürlich am allerbesten über Architektur dann auch dort zu reden. Ja, guten Abend. Ich soll über die städtebaulichen Rahmenbedingungen eigentlich reden. Mein Referat ist mit Herrn Heilmeier und dem Bernhard Schneider entstanden. Sie sehen hier mal einen Plan im Überblick. Im Moment konzentrieren sich die Diskussionen auf dieses innere Feld mit zwischen Humboldt-Forum und dem Fernsehturm. Der Senat hat diese Berliner Mitte auf der linken Folie zu sehen in zahlreiche kleine Gebiete, die zu bearbeiten sind, unterteilt und hat in diesem Sommer, Spätsommer haben Sie wahrscheinlich gesehen, einen Wettbewerb mit einem ersten Preis ausgezeichnet, der die Freifläche zwischen Fernsehturm und Humboldt-Forum neu gestalten soll. Dieses ist ein Ergebnis, was noch nicht gebaut ist, was für uns auch der Anlass ist, dass wir glauben, man sollte ruhig weiter über die Berliner Mitte nachdenken. Und unser Ansatz ist eigentlich ein bisschen ein anderer. Wir sind der Meinung, dass in der Umgebung des Humboldt-Forums und der Berliner Mitte eigentlich eine neue Form von Stadtmanagement stattfinden sollte. Das ist trotz der vielen Worte, die über Partizipation gesprochen sind, eigentlich in dem Sinne, wie wir es verstehen, noch nicht erfolgt. Und man sollte sich an den Anforderungen der konkreten Aufgabe orientieren und nicht sich auf formelle Rahmenbedingungen gesetzlicher Art oder wie auch immer wieder versuchen zurückzuziehen. Und das Wichtige ist natürlich auch das Zusammenwirken von Fachkräften, Stakeholdern, der Verwaltung, Bürgern und natürlich auch der Politik. Und wir glauben, und das ist unser Oberziel, dass es wichtig ist, eine durchgängige Entwicklungsstrategie zu entwickeln anstelle von Einzelmaßnahmen, die dann aufgrund der Diskussion am Einzelnen eigentlich den Gesamtblick nicht wiederum verstellen oder wichtige Dinge nicht möglich machen. Das nächste. Unsere Prioritäten, und jetzt müssen Sie sich die Farben merken, sind eigentlich ganz unterschiedlicher Art. Wir wollen eine engmaschige Vernetzung in der Topografie. Wir wollen die Spree, den Spreekanal als prägende Strukturelemente des öffentlichen Raumes. Wir wollen die Grünräume als differenziert zu nutzendes System und wir wollen technische und organisatorische Neuordnung der Mobilität. Der Witz ist, wenn man sich diese wenigen Oberziele vornimmt, dann gibt es ein paar einzelne Maßnahmen. Wenn man die macht, dann tut sich eigentlich schon eine ganze Menge. Das nächste bitte. Wir haben einige vorrangige Eingriffsorte
ausgesucht, die ich kurz vorstellen werde, die das Gesamtgebiet betreffen, die alle auf mehreren Prioritäten ihre Wirkung entfallen werden. Wir beginnen mit dem Umbau der Kreuzung zwischen Karl-Liebknecht-Straße und der Rosenstraße. Wenn man das macht, dann kann man plötzlich von Nord nach Süd einen Weg durch die Berliner Mitte gehen. Und man sieht an diesem roten Strich, man kommt von Hackerschen Markt als Nordtor zum Platz der Demokratie, zur Mühlendammschleuse als Südtor, und man hat dadurch wieder einen Zusammenhang zwischen dem, was sich innerhalb der alten Stadtmauern Berlins als ein zusammenhängendes Gebiet dargestellt hat. Die zweite Maßnahme betrifft das Spreeufer, insbesondere gegenüber dem Humboldt-Forum. Sie sehen auf dem Foto, ein Mäuerchen kommt ans andere und dann steht noch ein netter Pavillon da. Wenn man die Verbindung der Grünräume herstellt, an dieser Stelle das Wasser wieder integriert und mit dem Stadtraum verknüpft, stellt man plötzlich fest, wie das Humboldt-Forum sich in ganz anderer Weise mit dem Freifläche bis zum Fernsehturm vernetzen kann, wie die Spree als Erlebnisraum erlebbar wird und wie die ganze Museumsinsel integriert wird und das Humboldt-Forum wiederum überspringt bis zum geplanten neuen Gebäude auf der anderen Seite, wo die ganze Architektenschaft hofft, dass ihr Berliner Stararchitekt auch dort ein Denkmal kriegen wird. Nächste. Hier wird es ein bisschen teurer. Wir sind jetzt unten an der Ecke, wo früher die Waisenbrücke war. Das nächste bitte. Wenn die Waisenbrücke wiederhergestellt wird, werden Sie feststellen, dass dann der ganze alte Stadtring als Rundlauf wieder erlebbar wird. Und für die kulturell Interessierten in diesem Kreis sei nur behutsam angemerkt, dass an diesem Ring über 20 kulturelle Einrichtungen liegen. Das heißt, die Topografie Berlins wird dadurch ganz anders erlebbar. Das nächste. Es gibt einen Punkt, der ist schon lange in der Diskussion, das ist das Problem mit der Karl-Liebknecht-Straße. Wird die Karl-Liebknecht-Straße stadträumlich anders integriert, passiert Folgendes. Sie werden sehen, dass auch die Verbindung Klosterstraße, die Verbindung nach über den Fernsehturm in der Vernetzung wieder möglich wird, und der Platz, der zwischen dem Fernsehturm und dem Humboldt-Forum wird plötzlich sehr viel größer, weil er nämlich von Hauskante zu Hauskante benutzbar ist und nicht nur eine eingeschränkte Fläche, die im Norden von einer Verkehrstrasse unterbrochen wird. Und last not least, die Umgestaltung der Spandauer Straße. Auch da werden Sie merken, wird die Spandauer Straße in ihrem Gesamtzug umgestaltet, ist plötzlich die Vernetzung zwischen den Teilen des vor dem Fernsehturm und gegenüber dem Humboldt-Forum der großen Grünfläche ganz anders benutzbar, und die Vernetzung nach Norden und nach Süden wird auch dadurch hergestellt, und auch die Verknüpfung zu Spree und Spreekanal
wird besser. Die Spandauer Straße hat so eine gewisse Funktion wie ein Scharnier. Das heißt, aus diesen allgemeinen, generellen Überlegungen haben wir festgestellt, dass mit einigen wichtigen Maßnahmen die Mitte insgesamt ganz anders erlebbar und entwicklungsfähig sein würde. Sie sehen hier nochmal den Entwurf, der prämiert ist, und wir meinen, dass eine Weiterentwicklung nötig sein wird vom Transitort, der es im Moment noch ist. Man kommt dahin, man geht da wieder weg und er hat eigentlich keine richtige Aufgabe und Funktion und ist immer noch nicht gut vernetzt. Kann man durch unsere Vorstellungen eine ganz neue Geschichte entwickeln? Und damit leite ich über zu dem Thema heute. Wenn Sie dann eine kleine Grafik machen und sehen, wer hat denn dort gewohnt? Wenn man anfängt, die Geschichte aufzublättern, und dann sehen Sie plötzlich, dass in einem ganz engen Raum, und jetzt ist nur eine Schicht herausgegriffen aufgrund des heutigen Abends, ganz viele Persönlichkeiten, die mit der Aufklärung zu tun haben, dass die dort gelebt, gewohnt haben. Und daraus ergibt sich für uns eigentlich die Aufgabe, diesen Bereich insbesondere zwischen dem Humboldt-Forum und der Spandauer Straße im Übergriff auch hinüber zum sogenannten Rathausplatz eine neue Konzeption zu machen. Zum Schluss, im Raume lesen wir die Zeit, hat Karl Schlögl ein Buch überschrieben. Es ist die eine Aufgabe, sie in diesem Raum lesbar und sichtbar zu machen. Und was wir hier lesen werden, wird und soll uns auffordern, einen Ort zu schaffen, um über die Zukunft nachzudenken. Mit diesen zwei Aufgaben ist die inhaltliche Programmatik für den, insbesondere mit dem Humboldt-Forum und dem Platz der Demokratie, eng zu vernetzenden Zielort Weltgarten umschrieben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kohlbrenner. Dann sage ich doch mal, meine Lieblingsidee wäre ja, die Spandauer Straße von allen Fahrzeugen freizuhalten. Also nicht diese Autobahn, die sie jetzt ist, sondern Spandauer Straße 68, wo sie gewohnt haben, Mendelssohn und Lessing, und da ihre Gespräche geführt haben. Dass das heute eine Rennstrecke wird, ist eine Schande eigentlich für Berlin und für uns. Und das, finde ich, muss sich ändern. Aber wir werden ja nachher darüber diskutieren. Jetzt hören wir erst einmal etwas über den Aufklärer Moses Mendelssohn. Wo ist Thomas Lackmann? Da ist er. Bitte seien Sie so nett, er ist der Direktor des Mendelssohn-Gesellschaft. Und Sie wissen, wir haben dieses wunderbare Haus, die Remise mit wunderbaren Veranstaltungen. Und da kann er dann immer sich freuen, in diesem herrlichen Haus zu sein. Bitte, Herr Lackmann. Schönen guten Abend. Ich bin also Stellvertreter in der Mendelssohn-Gesellschaft und leite die Mendelssohn-Remise. Okay. Warum Aufklärung? Aufklärung hat viele Aspekte. Ich konzentriere mich auf die Errungenschaft des freien öffentlichen Dialoges. Nicht in erster Linie topografisch, sondern inhaltlich. Das ist unser wichtigster aktueller Bezug, weil wir merken, was uns gerade verloren geht. Wenn es nicht mehr möglich scheint, die andere Meinung auszuhalten und Differenzen mit rationalen Argumenten auszutragen. Normalerweise stellen wir uns vor, die Diskurskultur der Berliner Aufklärer und Mendelssohn sei von diesen jungen Männern, Moses, Lessing und Company, gewissermaßen erfunden worden. Hier sehen wir ein Bild aus dem Lebenswerk des Talmud-Gelehrten Moses Mendelssohn, seine in ganz Europa subskribierte und kommentierte Pentateuch-Übersetzung.
Das ist schon eine Dialogwerkstatt. Der Urtext ist da, die deutsche Übersetzung in hebräischen Buchstaben, das Konzert der über Jahrhunderte überlieferten Kommentare der Biur, inklusive Mendelssohns Kommentare, in die Erkenntnisse moderner Wissenschaft mit einfließen. Diese Verbindung von Aufklärung und jüdischer Tradition ist sein Vermächtnis, aber wir sehen hier, das ist auch die Ausbildung, mit der er aufgewachsen ist, und ebenso sein wohl wirkungsreichstes Lebenswerk. Der Vielklang der Stimmen und Interpretationen gehört zur Synagoge, zur Talmudschule, die er in Dessau besuchte. Die Dialogwerkstatt der Tradition, in der es darauf ankommt, die Vielzahl der Meinungen zu kennen, zu fördern, zu verstehen, auszuhalten, im produktiven Streit zu verbinden, das hat ihn sozialisiert. Nächstes Bild. Das Bild ist aus der Mitte der 1750er Jahre. Mendelssohn lebt seit 13 Jahren in Berlin. Diese Illustration wird vom Verleger Voss im selben Jahr für zwei völlig verschiedene Publikationen eingesetzt, mit denen Mendelssohn zu tun hat. Wir sehen eine Frau, die Fesseln der Zivilisation abwirft. Es geht um Freiheit und Natur, um Aufbruch, um Befreiung. Der Stich ziert den Innentitel von Mendelssohns Rousseau-Übersetzung von der Ungleichheit unter den Menschen. Der Übersetzer Moses findet dieses Buch, das auf die Politik des Jahrhunderts bis in die Französische Revolution Einfluss haben wird, so wichtig, dass er es als erster ins Deutsche übersetzt. Aber er kritisiert es scharf, bezieht auch Lessing in diese Auseinandersetzung ein. Rousseaus zivilisationsfeindliche Arkadien-Utopie lehnt er ab. Freiheit, den Aufbruch, die Auseinandersetzung findet er gut. Das Bild wird dann gleich nochmal als Titelkupfer für eine Zeitschrift verwendet, in der Mendelssohns Gedanken über die Wahrscheinlichkeit abgedruckt werden. Das ist die Veröffentlichung eines philosophischen Diskurses aus dem gelehrten Kaffeehaus in der Friedrichstadt, wo der schüchterne Mendelssohn sich nicht getraut hatte, seinen Vortrag am Billardtisch selbst vorzutragen und einen Kollegen darum gebeten hatte, seinen mathematisch fundierten Text vorzulesen, was der nicht gut hinkriegte. Freiheit und Auseinandersetzung sind eben anstrengend, man muss sich trauen. Es gibt viele Wege, das zu lernen. Zu dieser Zeit erscheinen auch Mendelssohns gedruckte Beiträge noch anonym, auch seine ersten Bücher. Mendelssohns Situation mit diesem Bild assoziiert, hat vielleicht mit der Frauenfigur, die ins Unbekannte aufbricht, mit dem Vogel, der dem Käfig entflattert, zu tun. Aber sein Programm wird nicht heißen Zurück zur Natur, sondern Vervollkommnung. Durch Weiterentwicklung sozialer Tugenden der Bestimmung folgen, die Gottes Plan für jeden hat. Erst die Vervollkommnung der Einzelnen bringt die Gesellschaft weiter. Was soziale Tugenden für die Dialogwerkstatt bedeuten, dazu später mehr. Jetzt nächstes Bild bitte. 8 Jahre später erscheint die Illustration des Mendelssohns Beitrag zu einem Wettbewerb der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Darin geht es um die Beweisbarkeit der Grundfragen unserer Existenz. 1. Preis für Mendelssohn, 2. Preis für Kant. Die hübsche Allegorie deute ich als öffentlichen Raum, als Erkenntnis und Diskussionslandschaft, also kein Entwurf für die Gestaltung einer Aufklärungsmitte in Berlin, aber vielleicht eine Anregung. Faktoren, die zur Erkenntnis beitragen, sind vorhanden. Die Elemente, Wind, Wolken, Berge, Flussbett, Pflanzenwelt, parlierende Menschen, Kunst, Architektur, Literatur, Naturwissenschaft. Ob Mendelssohn dieses Bild mit aussuchen konnte für seine Preisschrift, vielleicht hat es ihm gefallen. Viele Akademiemitglieder fanden diesen brillanten Juden beeindruckend. Aber ein paar Jahre später ist es ihnen nicht gelungen, ihre Wahl, ihn als Akademiekollegen aufzunehmen, gegen den König durchzusetzen oder wenigstens massiv zu vertreten. Schüchtern wie der stotternde Moses ein paar Jahre zuvor im Kaffeehaus waren sie vielleicht nicht. Mutig waren sie auch nicht. Für den Dialog ist das schlecht. Nächstes Bild. Auf dem 4., 5. Bild sind Gartenlauben zu sehen, weil das Thema Garten viel mit Mendelssohns Dialogwerkstatt zu tun hat. Die steife Szene Chodowieckis links vom Ende des 18. Jahrhunderts möchte ich mal als halb öffentlich bezeichnen. Rechts die Zeichnung aus der Gartenlaube Mitte 19. Jahrhundert zeigt uns, projiziert ans Ende des Aufklärungsjahrhunderts, eine deutlich intimere Privatgesellschaft, Schiller, Goethe und die Humboldts.
Es gibt öffentliche, halböffentliche, private Dialogszenarien, wissen Sie. Wir haben miteinander zu tun. Wer im Privatgespräch nicht zuhören kann oder herumdruckst, kriegt das möglicherweise im großen Kreis auch nicht hin. Ohne unterschiedliche Schutzräume und Spielregeln geht der Dialog allerdings kaputt. Das erleben wir tagtäglich. Das hat damals Mendelssohn erlebt, als er zweimal in seinem Leben von indiskreten Briefpartnern öffentlich vorgeführt wurde und gesundheitlich in der Folge in schwere Krisen geriet. Nächstes Bild. Was soll es nun genau sein? Mendelssohns Dialogwerkstatt. Hier ist er mit Sokrates im Kerker zu sehen, Gespräch mit seinen Freunden. Das Männlein da, der zweite von links, ich hoffe, Sie können es erkennen. Schon zu Lebzeiten war er mit Sokrates verglichen worden, wegen seiner Themen der unsterblichen Seele, wegen seiner sokratischen Hebammenkunst, Debatten zu moderieren, wegen des Kontrastes schöne Seele im hässlichen Körper, was für die Faszination des Sokrates ebenfalls eine Rolle spielte, und wegen seiner persönlichen Glaubwürdigkeit. Was hier in einer Fantasie posthum von Schadow zusammengefasst wird, das Phaedon-Szenario der Gespräche über die Unsterblichkeit, ist ein lebenslanger Prozess der Meinungsbildung, des Austausches samt Wahrheitsfindung und Positionierung. Ein Lernprozess, der Demokratie so mühsam macht. So würde ich 10 Stufen seines Lernprozesses skizzieren, die natürlich miteinander verschränkt sind. Erstens. Für Mausche Dessau, wie er zunächst hieß, hatte diese Sozialisation ja in der Talmudschule begonnen mit der Entdeckung des Vernunftpatrons Maimonides. Zweitens, dialogisch geprägt durch Einbeziehung der jeweils anderen Argumente sind dann viele seiner säkularen Bücher im Gesprächs- oder Briefwechselformat. Fantasienamen realer Freunde erscheinen in der imaginierten philosophischen Korrespondenz. Wer in diesem Format schreibt, lernt Argumente des anderen mitzudenken, sie mit neuen Gedanken nicht zu überfordern, mit Verständigungsbrücken entgegenzukommen. Jahre später wird ihm Kant bescheinigen, dass die glückliche Begabung, sich so verständlich auszudrücken, nicht jedem gegeben sei, ihm selbst Kant jedenfalls nicht. Zitat, es sind wenige so glücklich, vor sich und zugleich in der Stelle anderer zu denken und die ihnen allen angemessene Manier im Vortrage treffen zu können. Es ist nur ein Mendelssohn. Drittens. Mendelssohn überwindet Hemmungen, sich offen zu äußern, artikuliert sich in Gelehrtenclubs, bei Kaffeehaustreffen, Gartendisputen als Protagonist einer neuen Öffentlichkeit. Viertens, er zeigt Flagge im Zeitschriftenmarkt als Rezensent und Feuilletonist, seit den 1760er Jahren auch namentlich als Buchautor. Aus Mausche Dessau wird Moses Mendelssohn. Fünftens, er pflegt ein großes europaweites konfessions- und milieuübergreifendes Netzwerk der Korrespondenzen, Kontakte und Sparring-Partnerschaften. Sechstens, mit Rabbinern, die ihn kritisch sehen, setzt er das freundschaftliche Gespräch ebenso fort wie mit christlichen Gelehrten, die eine Juden-Emanzipation ablehnen. Selten bricht er das Gespräch ab. Wann sagt man Stopp, um sich zu schützen? Hierzu ein Auszug aus einem Brief an Fromet Guggenheim in Altona vom Januar 1762 über die verdrucksten Reaktionen des Französischlehrers Boden, den Moses für seine Braut engagiert hatte. Sie verlangen in einem ihrer Briefe, ich sollte an Boden schreiben, warum er nicht kommt. Mich dünkt aber, es sei überflüssig, jemanden durch Bitten zu bewegen, wenn man sich so oft mit nicht nur zur billigen Belohnung, sondern auch zu Gegengefälligkeiten anheischig gemacht hat. Ich habe den Herrn genug umschmeichelt. Ist er aber im Herzen ein Hasser Israels, so verdient er nicht, dass man seinen Umgang suche. Mich dünkt so, dass die Höflichkeit, ihn mit einem Exemplar von meinen Schriften zu beschenken, wohl eine Antwort verdient hätte. Seien Sie also so gütig, lassen Sie ihn wissen, wenn er nicht kommen wolle, so möchte er gütigst belieben, Ihnen zu melden, wie viel ihm zukomme und einen anderen an seiner Stelle zu rekommandieren. Es kann mich nicht so sehr verdrießen, als wenn mir ein Christ seine Bekanntschaft so teuer anrechnet und sich im Herzen zu erniedrigen dünkt, wenn er mit einem Sohn Israels vertraut ist. Sobald ich sowas merke, so werde ich trotzig. Schöner Brief, kaum bekannt, aber ist doch interessant. Siebtens, zur Geschichte seiner Dialogwerkstatt gehört, wie gesagt, das monumentale Werk der Pentateuch-Übersetzung mit Kommentar, die Interpretenparaden der Jahrhunderte mit Einsichten der Gegenwart.
in knapp 100 Jahren bis zu 28 Auflagen. Achtens, gegen die dogmatische Engführung religiöser Diskussion durch Glaubenswächter und Kirchenzucht setzt er sein Plädoyer für Gewissensfreiheit in Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Dissidenten von gestern wie Spinoza und seiner Tage, wie der polnische Querkopf Abaglosk, den er im Gartenasyl versteckt, motivieren ihn dazu. Neuntens, er wird in seinem Wohnhaus Spandauer Straße Berlin-Mitte, also die soziokulturell spannendste Straße Berlins von all den Leuten, die da gewohnt haben, auch nacheinander in seinem Haus. Er wird dort zum Gastgeber und Moderator für Debattierer verschiedener Standpunkte, Religionen und Milieus. Und dann zehntens, getragen von seiner Dialogkunst, die sich mit den engsten Diskurs- und Askala-Freunden herausbildet, lässt sich während der Jahrzehnte vor der Französischen Revolution ein Kairos, ein Hoffnungsfenster ausmachen, ein utopisches Moment der milieuübergreifenden Verständigung. Jetzt das nächste, bitte. Hier sehen Sie also drei junge Bewohner der Spandauer Straße nacheinander, also des Hauses Spandauer Straße 68 nacheinander, in Fragesteller, die auch Institutionen wie die Königliche Akademie nicht mit ihren satirischen Attacken verschonen. Von Nicolai haben wir keine jugendliche Abbildung, dafür diesen Stich als Drachentöter, als Kämpfer gegen Aberglauben, Fake News und Gegenaufklärung. Drei sehr verschiedene Typen, die sich ergänzen und herausfordern. Dichter und Pfarrerssohn, Seidenkaufmann, Philosoph, Sohn eines Toraschreibers und Verleger, Buchhändlersohn. Als Gärten der Weisheit, denken Sie an die ersten Bilder, möchte ich jene Orte bezeichnen, das ist vielleicht auch für die Ideen zu unserer Frage der Entwicklung des Ortes, diese Orte bezeichnen, die als Foren zur Entwicklung des Dialoges und für neue Formen der Öffentlichkeit anregend sind. Mendelssohn lebt bescheiden, weiß aber das gute Leben zu schätzen. Lustvoll und leibhaftig tritt er uns bei Gartenbesuchen und Passagen vor Augen. Die eigene Mietlaube, genannt von ihm Moses Ruh, und die benachbarte Nikolais vom Frankfurter Tor, die Gärten des Malers Frisch und des Akademiepräsidenten Sulzer, Sommerfrischen und Stadtrandvillen von Verwandten, Fabrikanten und Gemeindeältesten, sowie der Lustgarten, der Tiergarten und Kurparks schätzt er als Treffpunkte für Arbeitssitzungen, Gesprächsspaziergänge und auch für Business Lunch und Gesundheitspflege. Und Naturerlebnisse inspirieren seine metaphysische Spekulation. Eine gute Diskussion, folgern wir, kann durch Ambiente, Rahmenbedingungen, Gesprächsformat sinnlich gefördert werden. In Mendelssohns psychologischer Anthropologie geht es darum, wie Kopf und Herz zusammenwirken. Das stärkste Dokument dieser Kommunikationshighlights lässt sich Nikolai Mendelssohn, also dreier unerschrockener, höflicher, aber frecher Aufbrecher, ein Dokument, aus dem früh ersichtlich wird, wie so etwas geht und welchen Einsatz es für so etwas braucht, wonach wir heute so verlangen, dass es das wieder gibt als Dialog. Ein Dokument dafür ist Nikolais, Mendelssohns und Lessings Brief- und Disputserie über das Trauerspiel. Ein Brief an Lessing, dann ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem August 1756 dazu. Wenn Sie Ihre Reise vollendet und einmal genug die Welt angegafft haben werden, wenn Sie sich derans entschließen werden, alle Ihre neugierigen Blicke auf Ihr eigenes Herz und auf das Herz Ihrer Freunde einzuschränken, wollen Sie dann als dann diese ruhigeren Tage bei uns zu bringen? Ich bin der grübelnden Metaphysik auf einige Zeit ungetreu geworden, besuche Herrn Nikolai sehr oft in seinem Garten. Ich liebe ihn wirklich, teuerster Freund, und ich glaube, dass unsere Freundschaft noch dabei gewinnen muss, weil ich in ihm Ihren wahren Freund liebe. Wir lesen Gedichte. Herr Nikolai liest mir seine eigenen Ausarbeitungen vor. Ich sitze auf meinem kritischen Richterstuhl, bewundere, lache, billige, tadele, bis der Abend hereinbricht. Dann denken wir noch einmal an Sie und gehen mit unserer heutigen Verpflichtung zufrieden voneinander. In diesem Briefwechsel über das Trauerspiel geht es über ein Jahr lang darum, wie Kunst funktioniert, was sie bewirken soll, wie die ästhetische Wahrnehmung des Menschen in der Interaktion zwischen Kopf und Herz vor sich geht.
Hier zeigt sich exemplarisch, was für so eine Dialogwerkstatt gelernt werden muss, welche notwendigen Erfolgselemente die Effekte der sozialen Tugenden für so eine Dialogwerkstatt da sein sollten oder entwickelt werden sollten. Und ich glaube, wenn wir das hören, was in deren Briefwechsel zu finden ist, da fällt einem schon die Kinnlade runter, weil, ja, zum einen Höflichkeit, Offenheit, Herzlichkeit, Witz und Ironie, Interesse und Neugierde, Mut zur scharfen Kritik, Bereitschaft, solche einzustecken. Dann das Formulieren der Argumente des anderen besser als dieser selber. Ferner Engagement, Lust am spielerischen Gefecht, Sachlichkeit, Gründlichkeit, Leidenschaft. Gefordert ist Zuhören, Hinterfragen, Einfordern der anderen Meinung, Suche nach Übereinstimmung. Es kommt an auf den Einsatz fürs eigene Argument, auf Mut zur Differenz, das heißt Zwischenresümees ziehen zu Differenzen und zum Konsens. Freundschaft bewahren, trotz der Differenzen. Also Dialog ist schön, macht aber viel Arbeit. Aufklärung in der Berliner Mitte. Wir sind nicht Mendelssohn, Lessing, Nicolai. Wir können uns keine nostalgische Welt ohne Talkshow und Chatroom konstruieren. Wir können Bildung und Umgangsformen, die zur Qualität der Mendelssohn-Dialog-Werkstatt beitragen, aktuell weder voraussetzen noch für andere vom Himmel fallen lassen. Aber es wäre ein Gewinn, packend, ansteckend, ermutigend davon zu erzählen, im Rahmen einer Erkenntnislandschaft mit den Mitteln der Kunst und der Architektur zu inszenieren, wie das Aufregende, Anregende, Faszinierende dieser Gesprächskultur funktioniert hat. Übrigens gibt es zu Mendelssohn und Company eine Ausstellung im Jüdischen Museum, wo das auch hoffentlich gelingt, Mitte April. Jetzt habe ich irgendwie... Wir haben aber schon sehr Interessantes von Ihnen gehört, lieber Herr Lappmann. Trotzdem gestatten Sie mir... doch zu sagen, was ich zuletzt sagen wollte, und jetzt ist natürlich der Klassiker passiert. Zum Stichwort Ermutigung, zum Schluss jetzt ein Zitat Mendelssohns aus seinen schwierigen letzten Lebensmonaten, bitte nächstes Bild, in einem Brief an den Hamburger Kaufmann, Aufklärer Johann Albert Reimarus. Bester Freund, es ist nicht alles verloren, auch die geringste Bemühung, die man anwendet, die Wahrheit aufrechtzuhalten oder wieder aufzurichten, ist nicht verloren. Machen Sie nächstes Bild mal. Die Schreier führen das große Wort und machen einen Lärm, als wenn sich alle Stimmen schon für sie erklärt hätten. Es ist aber nicht an dem. Es gibt noch nüchterne, unbefangene, sittsame und stille Männer im Publikum, die nicht so laut sind, aber mit der Zeit doch auch ihre Stimme hören lassen, dass nur kein Biedermann sich schrecken lasse. Also Gründe aufzugeben gibt es ja immer, es ist aber nicht an dem. Vielen Dank. Ja. Dankeschön, Herr Lackmann. Da hat der gute Mendelssohn aber die Frauen vergessen. Aber wir sind ja jetzt da, das ist ja eine andere Zeit. So, Dr. Jan Mende, Mitarbeiter des Stadtmuseums, wohnt auch in einem schönen Haus, wenn er wieder darin wohnen kann, das Knoblauchhaus. Es ist geschlossen, er wird uns vielleicht erzählen, wann es wieder geöffnet wird. Und wenn Sie das noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie unbedingt hingehen, wenn es wieder geöffnet wird. Wann ist das, lieber Herr Mende? Also wir haben es umgebaut vor 2 Jahren und das sollte just eröffnet werden, als wir den Lockdown hatten, und seitdem ist es zu, weil es einfach zu klein ist und aus sozusagen hygienischen Gründen. Und wir haben aber vor, es jetzt zum Mai, Juni hoffentlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also es lohnt sich tatsächlich. Vielen Dank für die Empfehlung. So, ich bin als Museumsmann hier. Deshalb habe ich eine Vorliebe für natürlich historische Gebäude, Häuser. Und ich will mal der Frage nachgehen, warum ein Gedenkort, wenn wir möglicherweise auch ein historisches Gebäude oder mehrere davon haben, die aus der Zeit der Aufklärung stammen. Erst einmal dieses Gemälde. Wenden wir uns mal diesem Gemälde zu. Im Bild sehen wir ein für die Spätaufklärung charakteristisches bildungsbürgerliches Familienbild von 1795, also aus der Spätaufklärung, gemalt von Suzette Henri, eine der wenigen Malerinnen ihrer Zeit.
Was in diesem Bild deutlich wird, ist die familiäre Atmosphäre, das ausgeprägte Rollenbild der Geschlechter und die neue Wertschätzung der Kindheit, auch der hohe geistige Anspruch, mit den Verweisen auf die Antike, auf Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Lektüre. Hier geht es ums große Ganze. Ins Auge fällt aber auch das dunkle Raumgehäuse. Denn Aufklärung ist eine Kultur der geistigen Aneignung, vor allen Dingen durch Schrift. Und es ist durchaus auch eine Kultur der geselligen Kommunikation, aber eben aus relativ beengten räumlichen, oft privaten Verhältnissen heraus. In Bürgerwohnungen, im damaligen Montagsclub oder der Mittwochsgesellschaft. Kleine Häuser, aber große Ideen, ein großer Anspruch. Wäre es da nicht naheliegend, aus dieser Konstellation heraus zu überlegen, die Memorialidee Aufklärung anhand eines historischen Gebäudes anzugehen, statt, sagen wir, auf der grünen Wiese, wie es das Areal des Max-Engels-Forums letztlich darstellt. In Sachen Aufklärung ist Berlins Mitte natürlich eine echte Herausforderung. Im Zentrum der Berliner Aufklärung, an der Spandauer Straße in Alt-Berlin, wo im 18. Jahrhundert die Protagonisten der Aufklärung wohnten und miteinander verkehrten, wir hörten es gerade, klaffen seit Jahrzehnten riesige Freiflächen, wo vormals eine dichte Wohnbebauung stand. Einzig im wiederaufgebauten Nikolaiviertel in der Nähe ist ein Hauch altstädtischer Atmosphäre spürbar. Hier hat sich mit dem Knoblauchhaus sogar ein Wohngebäude aus der Zeit der Aufklärung erhalten. Wir werden es noch sehen. Vielleicht aber lässt sich hier an einem authentischen Ort die Erinnerung an eine Aufklärung wachhalten? Fragezeichen. Aber welches Gebäude könnte das sein? Erste Wahl wäre das freilich seit lange nicht mehr vorhandene Haus in der Spandauer Straße 68, auch das wurde schon mehrfach erwähnt, heute eine Freifläche, aber geschickt besetzt durch das Kunstwerk von Michael Uhlmann, also eine Bodenskulptur. Hier in dem wirklich kleinen Haus Spandauer Straße 68 wohnten im 18. Jahrhundert nach und teils nebeneinander die Protagonisten der Berliner Aufklärung, Friedrich Nicolai, Lessing, Moses Mendelssohn, aber auch der Lyriker Ramler und der Publizist Christoph Mylius. Das ist sozusagen das Epizentrum der Berliner Aufklärung in Berlin. Und unweit davon in der Spandauer Straße 26 das Geburtshaus Rahel Levin van Hagen, Spandauer Straße 35 der Salon von Markus Herz und Henriette Herz. Die Spandauer Straße begegnet uns immer wieder. Alles davon ist aber verschwunden heutzutage. Das nächste Bild, bitte. Genau. Bevor wir weiter nach Gebäuden schauen, gehen wir kurz aus der damaligen Stadt heraus, um zu schauen, wie man sich der Aufklärung auf klassisch museale Weise nähern kann. Ein aktuelles Beispiel im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Dort konnte ich im Herbst letzten Jahres als Kurator mehrere repräsentative Räume mit Kunstwerken ganz neu einrichten, darunter den nun sogenannten Salon Voltaire. Thema hier die Aufklärung. Und hier finden sich neben Büsten eben auch 6 Gemälde von Anton Graff, des berühmtesten Porträtisten seiner Zeit. Und unter den Dargestellten finden sich natürlich wiederum Friedrich Nicolai und seine Frau Elisabeth, aber eben auch Moses Mendelssohn und Karl Wilhelm Ramler. Und das sind natürlich unsere Berliner Aufklärer. Weiter. Und ebenso gibt es nun in Bellevue einen Raum, der dem Phänomen der jüdischen Salons um 1800 gewidmet ist. Dieses Phänomen ist sozusagen die wilde Tochter der Berliner Spätaufklärung. Hier im Bild mit Porträts von Henriette Herz und Rahel Levin van Hagen auf der rechten Seite. Das ist bei beiden Räumen eine museale Annäherung, getragen von den damals modernen Bildmedien. Der Salon Voltaire in Bellevue zeigt jedenfalls die Wertschätzung, die die Epoche der Aufklärung in unserer Gegenwart langsam wieder entgegengebracht wird. Ein echter Ort der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit der Epoche der Aufklärung aber ist es mitnichten, denn zu eingeschränkt ist Schloss Bellevue für die Öffentlichkeit zugänglich. Das nächste Bild, bitte. Da haben wir es. Bevor wir ins Knoblauchhaus einsteigen, wird die Bemerkung hilfreich sein, dass wir hier streng genommen nur das bürgerlich städtische Aufklärungsklientel um Nicolai, Lessing und Mendelssohn in den Blick genommen haben. Organisatorisch und inhaltlich davon geschieden, gab es damals 2 weitere Kommunikationszirkel, nämlich den eher naturwissenschaftlich orientierten Gelehrtenkreis in der Akademie der Wissenschaften um Leonhard Euler und zum anderen das höfisch aristokratische Aufklärungsmilieu um König Friedrich II. Verortet in Sanssouci, aber das nur am Rande. Wenn wir bei den bürgerlich-städtischen Aufklärern bleiben, könnte nämlich das Knoblauchhaus interessant werden.
hier im Bild. Es wurde 1761 erbaut und hat sich bis heute erhalten. Eigentlich ist das perfekt. Seit 1989 ist es Museum, nachdem, und bitte aufgemerkt, es zu DDR-Zeiten zunächst als Museum der Aufklärung im Gespräch war. Das war in den 80er Jahren und dazu kam es dann aber nicht. Und das war nicht nur, weil Karl Friedrich Knoblauch, der das Haus um 1800 besaß, lediglich ein Kaufmann gewesen ist, der zwar Fan von Schiller und Iffland war, der aber ansonsten gar keine Kontakte zu aufklärerischen Kreisen hatte. Nochmal weiter, genau. Genau, hier haben wir einen kurzen Blick in das sogenannte Raphaelzimmer, rekonstruiert, frisch also wiederhergestellt in dem Zustand von 1835. Jetzt müsste noch eins kommen. Und noch eins, genau, da sind sie. Die Porträts, das ist die Familie, Familie Kalbe-Knoblauch, die vormalige Besitzerfamilie. Und auf diese Besitzerfamilie im 19. Jahrhundert fokussiert eben auch die Ausstellung im Knoblauchhaus. Hier liegt der Fokus einerseits auf der bürgerlichen Wohnkultur der Biedermeierzeit, aber auch auf den Beziehungen der früheren Besitzerfamilie Knoblauch zu den gesellschaftlichen Protagonisten der 1820er. Und 1830er Jahre, vor allem zu den Brüdern Alexander und Wilhelm von Humboldt, sowie zu Karl Friedrich Schinkel, auch zu den Bildhauern Rauch und Tieck beispielsweise, auch zu Schleiermacher und vielen anderen. Die Zeit der Aufklärung findet also hier so gut wie gar nicht mehr statt und das ist auch in der Zukunft nicht so vorgesehen. Und weiter. Das Ephraim-Palais. Eine Sackgasse ist in dieser Beziehung auch das Ephraim-Palais, nicht nur, weil es im Grunde kein authentischer Ort, sondern ein Nachbau ist. Anlässlich der 750-Jahr-Feier wieder errichtet. Aber immerhin gehörte das frühere Palais ehemals Benjamin Veitel, der seinerseits enge Kontakte zu Nicolai und Mendelssohn pflegte. Er und seine Töchter unterhielten einen eigenen Salon, der um 1800 wichtig war im Kommunikationsmodus der Stadt. Heute aber ist das Ephraim-Palais ein Ausstellungshaus des Stadtmuseums Berlin. Hier finden Sonderausstellungen statt. An eine repräsentative Erinnerungsstätte für die Berliner Aufklärung ist auch hier gar nicht zu denken, leider. Und noch eins weiter. Natürlich lässt sich nun einwenden, halt, hier gibt es ja noch das Nikolaihaus in der Brüderstraße, das wäre perfekt. Damit wandern wir ganz ans Ende des 18. Jahrhunderts in die 1790er Jahre. Für diese Zeit ist es tatsächlich der Zentralort der Berliner Spätaufklärung. Bewohnt von Friedrich Nicolai, dort betrieb er seine Buchhandlung und von dort zog er seine Kreise und das Nikolaihaus, wie die zahlreichen Gedenktafeln an der Fassade zeigen, wurde von vielen illustren Gästen besucht. Immerhin gibt es auch hier im Nikolaihaus museale Traditionen, denn zwischen 1910 und 1936 existierte hier sogar ein Lessing-Museum, das ein wenig auch ein Museum der deutschen Aufklärung war. Die Nazis haben es dann geschlossen und auch um das Jahr 2000 gab es weitere wenige Jahre der musealen Zwischennutzung durch das Stadtmuseum Berlin. Das ist alles richtig, aber heute, also möglich wäre es tatsächlich hier die Aufklärung zu verankern, aber heute nutzt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das Gebäude lediglich als Verwaltungssitz. Eine museale Nutzung ist heute und für die Zukunft hier auch gar nicht vorgesehen. Verschwunden sind natürlich auch die geselligen Treffpunkte unserer Aufklärer, die früheren Hotspots, wie die scherzhaft damals Baumannhöhle genannte Weinschenke in der Brüderstraße unweit des Nikolaihauses. Hier trafen sich natürlich die schon mehrfach erwähnten Lessing, Mendelssohn, Nicolai und auch die früheren Orte des Montagsclubs oder der Mittwochgesellschaft, sie sind heute verschwunden. Was nehmen wir aus der geschilderten Situation mit? Über die wenigen vorhandenen Baudenkmäler kommen wir hier nicht weiter, um das Phänomen Aufklärung adäquat und vor allem publikumswirksam darzustellen. Deshalb sollten wir einen anderen Weg suchen, der ja auch schon eingeschlagen ist. Wir brauchen einen zentralen Ort des Andenkens, nämlich dort, wo sich die Aufklärer ehemals tummelten. Und das ist nun mal der Bereich der Spandauer Straße und insbesondere im altstädtischen Bereich des heutigen Marx-Engels-Forums. Das hat zudem auch den Vorteil, dass wir Aufklärung neu denken können, tatsächlich auch wegkommen von diesem, sagen wir mal, altmodischen Ort des Gedenkmuseums oder des Personalmuseums. So schön es auch ist, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Mende. Wir haben in unserem Arbeitskreis Berlin-Mitte lange darüber nachgedacht, wie kann denn Berliner Aufklärung dargestellt werden? Wie können wir das zeigen? Also Spandauer Straße ist jetzt noch eine Rennstrecke, eine Autobahn. Das muss beruhigt werden, sagte ich ja schon vorhin, wo die da alle gelebt und miteinander geredet haben und philosophiert haben. Aber Urs Kohlbrenner hat ja in seiner ersten Einführung schon geschildert, was wir uns vorstellen. Fernsehturm, ich mache es mal von Ihnen aus, Fernsehturm, dann kommt dieses große Areal, wo wir einen Platz der Demokratie haben wollen, also Veranstaltungen für 50.000, 60.000 Menschen. Da muss natürlich vielleicht auch ein kleines Café hin oder so weiter. Das ist der Platz zwischen Fernsehturm, Rotem Rathaus und der Kirche. Und dann schließt sich an ein Feld, und da hat ja schon Urs Kohlbrenner darauf hingewiesen, da kann ein Garten entstehen, aber dann ist da der Ort für die Aufklärung, die wir dann da darstellen müssen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht können junge Künstler uns dabei helfen, aber Sie können jetzt Frau Dr. Müller einführen. Helfen Sie uns? Einfach. Frau Müller, die das Büro für Kunst im öffentlichen Raum am BBK, Berufsverband Bildender Künste in Berlin, leitet, hat an der Arbeitsgruppe lange mitgearbeitet und hat ja auch dann die konkreten Beispiele, wie sowas durchgeführt werden kann, wie sowas gemacht werden kann. Und sie ist uns heute elektronisch zugeschaltet. Ich hoffe, dass jetzt die Verbindung funktionieren wird. Das sind immer die Herausforderungen von hybriden Veranstaltungen. Frau Müller, können wir Sie sehen? Ja, eigentlich müssten Sie mich sehen können. Im Moment ist noch der Bildschirm geteilt, aber hören tun Sie mich hoffentlich auch. Wir sehen Sie jetzt auch. Dann würde ich sagen, Frau Müller, wir geben Ihnen das Wort. Wir können Sie auch vor allem hören, genau. Und freuen uns auf Ihre Abhandlungen. Ja, also im Moment, ich brauche die Bilder erst nach einer gewissen Weise. Ich glaube, ich würde es dann einfach angeben, genau. Ja, guten Abend, auch von meiner Seite elektronisch. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen heute Abend die Verfahrensformen für Kunstwettbewerbe und insbesondere offene Wettbewerbe vorzustellen. Frage von Herrn Richter zu Beginn der Veranstaltung: Wie stellt man heute Geschichte dar? Will ich am Beispiel ein bisschen erden und Ihnen Kunstwettbewerbe vorstellen. In diesem Rahmen zeige ich Ihnen Fotos der Ergebnisse von 3 in Berlin stattgefundenen Wettbewerben. Einmal ein Zeichen für Rosa Luxemburg, dann Kunst im Stadtraum am Prerower Platz in Lichtenberg und die Kommentierung des Ernst-Thälmann-Denkmals in Pankow. Ich habe bei mir so ein Rauschen immer. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch ist, ob Sie mich gut hören können. Wir können Sie sehr gut hören. Wunderbar. Neben Varianten gibt es 2 Formen von Kunstwettbewerben, offene und nicht offene, das heißt eingeladene. Entscheidend für die Auswahl des Verfahrens ist neben der Summe, die Ihnen zur Verfügung steht, auch die Aufgabenstellung. Das heißt, was Sie eigentlich mit dem Wettbewerb erreichen wollen. Ich habe das Anliegen der Stiftung Zukunft so verstanden, dass Sie die größtmögliche Öffentlichkeit erreichen wollen und eine öffentliche Debatte anstreben. Dazu ist ein zweiphasiger, offener Kunstwettbewerb wie geschaffen. Es handelt sich dabei nicht nur um die demokratischste Wettbewerbsform, sondern auch um diejenige, die über Zwischenschritte verfügt, wie Ausstellungen der Entwürfe nach der ersten und zweiten Phase, Symposien zum Einführung ins Thema und anderes. Zum Verfahren selbst. An einem offenen Wettbewerb können alle professionellen Künstlerinnen teilnehmen. Der Auslober, in dem Fall die Stiftung Zukunft, muss entscheiden, ob der Wettbewerb berlinweit, bundesweit, Europa oder weltweit ausgelobt werden soll. Weltweit kommt natürlich sehr selten vor. Die meisten Verfahren sind entweder Berlin, Brandenburgweit oder bundesweit. Ein offener, zweiphasiger Wettbewerb dauert so lange wie eine Geburt, um die 9 Monate, und besteht aus 2 Phasen.
Vor Beginn wird eine Auslobung erstellt, die sich an der Richtlinie für Planungswettbewerbe orientiert. Sie hält diese Auslobung, hält das, den Anlass und das Ziel fest, benennt ein Preisgericht, das aus Fach- und Sachpreisrichtern besteht, das heißt bildenden Künstlerinnen zum einen, das sind die Fachpreisrichter, die haben immer eine Stimme Mehrheit. Die SachpreisrichterInnen werden vom Auslober zusammengesetzt, das sind in der Regel Architektinnen, Bauherrinnen, Kuratorinnen, Historikerinnen, alles, was sie benötigen. Dann erstellen sie einen Zeitplan, der in der Auslobung steht und der nach Veröffentlichung einzuhalten ist. Sie führen die einzureichenden Leistungen auf, die sie von den KünstlerInnen erwarten, und erläutern die Aufgabenstellung und die gewünschten Standorte. Letzteres haben wir ja schon gehört und ist vielleicht auch ein Thema der Diskussion. Dann wird eine Bekanntmachung veröffentlicht mit einer Anmeldefrist, zu der sich interessierte Teilnehmer melden können. Trotz der Offenheit können Sie die Anzahl begrenzen. 100 ist eine sehr beliebte Zahl. Aber die offenen Verfahren der letzten Jahre, da melden sich in der Regel 100 bis 120 an und es nehmen um die 60 teil. Aber eine Garantie haben Sie nie. Falls sich mehr bewerben sollten als die festgelegte Anzahl, findet ein Losverfahren statt, wer dann am Verfahren teilnehmen kann. Bei einer politischen und historischen Aufgabenstellung ist es im Interesse des Auslobers, eine inhaltliche öffentliche Einführungsveranstaltung zum Thema durchzuführen. Danach kann der Wettbewerb beginnen. In der ersten Phase wird eine Ideenskizze verlangt. Die Jury wählt eine in der Auslobung bestimmte Anzahl überzeugender Ideen zur Ausarbeitung für die zweite Phase aus. Das können dann zwischen 10 und 20 sein. Das hängt ein bisschen vom Realisierungsbetrag ab und von dem, was Sie sich so vorstellen. Nach der ersten Phase besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Ausstellung der Ideenskizzen, um öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema zu erlangen. Dies wurde beim Wettbewerb ein Zeichen für Rosa Luxemburg so gehandhabt. In der zweiten Phase werden dann Entwürfe eingereicht, die neben ihrer künstlerischen Aussagekraft auch auf ihre Realisierungsfähigkeit vorgeprüft werden müssen. Für diese Entwürfe erhalten die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung. Aufgrund des relativ hohen Bearbeitungsaufwandes und den damit verbundenen Verfahrenskosten bietet sich ein solches Verfahren erst ab 150.000 Euro an. Bei ca. 100 Einreichungen belaufen sich die Verfahrenskosten um 60.000 Euro. Darunter sind noch nicht die Einführungsveranstaltungen, die ich erwähnt habe, oder eine zusätzliche Ausstellung der Ideenskizzen der ersten Phase einberechnet. Die müssten dann noch draufkommen. Die Verfahrenskosten benötigen Sie für die Honorare des Preisgerichts, die Fahrtkosten, Unterkunft, die Aufwandsentschädigung der Teilnehmenden in der zweiten Phase, die Vorprüfung der eingereichten Ideen und Entwürfe, die Erstellung des Vorprüfberichtes, die Koordination des Verfahrens, die Protokolle, bei Präsenzwettbewerben eventuell auch Räumlichkeiten, Catering und Stellwände. Aber das hängt so ein bisschen davon ab, über was der Auslober verfügt, wenn Sie keine Räumlichkeiten mieten müssen und so weiter, schmälert das die Kosten. Nach Abschluss des Verfahrens ist es üblich, die Entwürfe auszustellen. Also nach jedem Wettbewerb, nicht nur, wenn es politisch-historisch interessant oder gewollt ist. Auch dadurch wird nochmal Öffentlichkeit hergestellt. Nun stelle ich Ihnen drei Beispiele für Berliner Wettbewerbsverfahren vor. Wenn Sie jetzt bitte das Bild 1 und dann kurz danach das Bild 2 einblenden könnten, wäre das schön. Ich kann es von hier, glaube ich, nicht sehen. Genau, super. Nein, das erste Bild, genau. Die ersten beiden bitte, die ich Ihnen geschickt habe. Genau, wenn Sie das anhalten könnten im Moment. Danke. Der Wettbewerb, ein Zeichen für Rosa Luxemburg.
war das Ergebnis eines öffentlichen, parteienübergreifenden Diskussionsprozesses von 2 Jahren, von 1998 bis 2000. In diesem Rahmen fanden 2 Symposien statt, einmal im Willy-Brandt-Haus 1999 und bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Aus dem ganztägigen Symposium im Willy-Brandt-Haus ist ein Reader entstanden, der zur Vorbereitung des Wettbewerbes diente. Realisiert wurde das Wettbewerbsergebnis des Konzeptkünstlers Hans Hake 2006. Auslober war die Senatsverwaltung für Kultur. Das Kunstwerk wurde im Zusammenhang mit der mit der städtebaulichen Neugestaltung des Rosa-Luxemburg-Platzes realisiert und besteht aus bis zu 7 Meter langen, auf Gehwegen und angrenzenden Fahrbahnen eingelassenen Betonstreifen. Darin sind aus Messingbuchstaben rund 60 Zitate Luxemburgs aus Artikeln, Schriften und privaten Briefen eingefasst. Die Idee dahinter war für den Wettbewerb, die Erinnerung an die lebendige Rosa Luxemburg und ihr Wirken zu erneuern, auch weil die anderen Berliner Gedenkorte ausschließlich mit ihrer Verhaftung, Ermordung bzw. Beerdigung verbunden waren. Jetzt bitte die Bilder 3 und 4. Vielen Dank. Der zweite Wettbewerb, den ich Ihnen vorstelle, ist kein Wettbewerb, wo es um ein Denkzeichen oder um das Denken geht, sondern ein Wettbewerb mit temporären Arbeiten, Kunst im Stadtraum am Prerower Platz. Rund um den Brunnen der Jugend war 2021 ein nicht offener Wettbewerb für 1.200 € ausgelobt worden, bei dem 4 temporäre Projekte für jeweils 4 bis 6 Wochen aus 12 Entwürfen ausgewählt wurden. Empfohlen wurde das Verfahren und der Standort vom Beratungsausschuss Kunst, dem Ausschuss, der die Senatsverwaltungen für Kultur und Europa und Stadtentwicklung in allen Fragen der Kunst im öffentlichen Raum berät und, was für uns heute auch interessant ist, über einen Titel für Kunst im öffentlichen Raum verfügt. Durchgeführt wurde es vom Bezirksamt Lichtenberg in Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Fachbeirat. Hier vorgestellt wird der Wettbewerb, weil es sich um temporäre Arbeiten handelt, die auf Partizipation der Anwohnerinnen setzten. Die 1970 entstandene Neubausiedlung in Neu-Hohenschönhausen beheimatet heute 57.000 Menschen und ist kein zentraler Kunststandort, sondern gehört zu den aktuell von Kunst gesuchten Rändern, die immer mehr ins Zentrum des Geschehens gelangen. Realisiert wurden die ersten beiden Bilder, die Sie sehen, das Zukunftsmusical von Michaela Nasotia. Eine partizipative Performance, die mit rund 80 mitwirkenden Sänger, Tänzer und MusikerInnen an 2 Tagen aufgeführt wurden. Aus Gesprächen mit Anwohnenden zu ihren Wünschen waren Gesangstexte entstanden, die vom Chor der Zukunft gesungen in Klangcollagen eingefügt wurden. Wenn Sie jetzt bitte die nächsten Bilder, 5 und 6, vielen Dank. Kiezplatten von Jasmina Lobet und Luis Pons aus Barcelona platzierten 5 Stahlskulpturen in Form der umliegenden Plattenbauten am Standort. Vereine vor Ort, Initiativen, die Musikschule, SolokünstlerInnen und andere nutzten die Bühne für selbstkonzipierte Auftritte, wie Vorträge, Tech-Kurse, Musik, Yoga und anderes. Jetzt bitte die nächsten beiden Bilder, 7 und 8, danke. Die Insel von Albrecht Fersch verteilte auf dem Platz 150 Tonnen Sand, stellte einen Wohnwagen hin, in dem der Künstler auch lebte in der Zeit, sowie Liegestühle und Sonnenschirme auf und lud im Sommer zum Leben auf der Insel ein. Das Motto lautete, den Urlaubsort nach Hause holen und seinen Liebsten mittels des Flaschenpostamtes eine Nachricht senden. Der Brunnen wurde abgedeckt und die Fläche mit Nachrichten beschriftet. Die nächsten beiden Bilder, bitte. Fifis Platte, Die ganze Welt zu Hause, von Susanne Bosch, ging von der Feststellung aus, dass um den Prerower Platz herum mehr Tiere als Menschen leben. So lud sie jeden Freitag 4 Wochen lang dazu ein, die Welt aus Fifis Sicht zu erkunden. Mensch und Tier trafen sich in der am Boden gezeichneten 3-Raum-Wohnung am Brunnen der Jugend
zu thematischen Veranstaltungen. Hundefest mit Hundefotografin. Was kostet ein Haustier? Können wir uns das leisten? Eine Exkursion zum Tierfriedhof und so weiter. Am Ende eine Performance. Es gibt keinen Planeten B. Diesen Wettbewerb habe ich ausgesucht, nicht weil er thematisch ähnlich ist für ihr Thema, wenn ein Thema ähnlich wäre, sondern weil auch danach gefragt wurde, welche Gestalt temporäre künstlerische Arbeiten annehmen können. Wir kommen jetzt zum letzten Wettbewerb. Es wäre schön, genau super, vielen Dank. Die künstlerische Kommentierung des Ernst-Thälmann-Denkmals. Da sind wir beim Thema schon viel näher. Es geht auch um ein Denkzeichen. War ein zweiphasig offener deutschlandweiter Wettbewerb. Ausgelobt vom Bezirksamt Pankow. Umgesetzt 2019 und 20, realisiert im November 21. Die Realisierungssumme war 180.000 Euro. Interessant für die Stiftung Zukunft sind hier die vielfältigen medialen Debatten, wie das öffentliche Kolloquium 2018. Der Wettbewerb ging auf einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Pankow 2013 zurück. Ziel war eine kritische Aufarbeitung. Eine wichtige Rolle bei diesem Vorhaben spielte der Denkmalschutz, der seit 2017 für das gesamte Wohngebiet Ernst-Thälmann-Park inklusive der Plastik bestand. In der ersten Phase wurden 110 Ideen eingereicht. Davon wurden 10 Teilnehmende gebeten, Entwürfe für die zweite Phase zu erstellen. Interessant für das geplante Verfahren der Stiftung ist auch, dass verbunden mit der künstlerischen Kommentierung 10.000 Euro für eine historische Kommentierung bereitgestellt wurden. Zur Realisierung empfohlen wurde der collagenhaft filmische, plastisch-ironische Entwurf vom Sockeldenken von Bettina Kunsch. Die Künstlerin sucht die inhaltliche Auseinandersetzung eher auf filmischer Ebene und möbliert den Ort künstlerisch informell. In einem unregelmäßigen Dreieck werden vor dem Denkmal Kuben platziert, die maßstabsgerecht verkleinert den Sockel des Denkmals aufgreifen. In den rot gefärbten Sichtbeton werden längsseitig Worte oder Wortgruppen reliefartig eingelassen, wie zum Beispiel Gasometer, Kopf, Faust, Fahne, Edelplatte. Die Wortgruppen überschreiben Themen, die von ungefähr 15-minütigen Kurzfilmen aufgegriffen werden, die unterschiedliche Perspektiven auf das Denkmal, den Bezirk und den Standort zu verschiedenen Zeiten werfen. Die Filme sind über QR-Codes an den Stirnseiten der Gruben abrufbar. Meine Kollegin, meine sehr geschätzte Kollegin Annette Tietz aus Pankow, die diesen Wettbewerb von A bis Ende begleitet und organisiert hat, will heute Abend auch da sein und kann auf all ihre Fragen antworten und wird auch dazu kurz noch was sagen. Genauso wie meine Künstlerkollegin Patrizia Pisani unter den Zuschauenden ist und auch ein Statement nachher äußern wird, weil sie nämlich eine Künstlerin ist, die sehr viele Denkzeichen realisiert hat und auch erläutern kann, wie zeitgenössische KünstlerInnen mit der Fragestellung umgehen können. Ich könnte Ihnen noch viele weitere Beispiele nennen, allerdings ist meine Zeit um und ich stehe Ihnen gerne für die Diskussion, Fragen und auch Unterstützung für Ihr Verfahren weiter zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Ich weiß nicht, ob Sie zugeschaltet bleiben, sodass Sie unsere Diskussion jetzt noch verfolgen können. Ja, wunderbar. Natürlich, soll ja auch mitdiskutieren, so habe ich das zumindest verstanden. Ja, also jetzt müssen wir aber erstmal unser Podium hier hören, denn ich sage mal, ich fange mit Konrad Wiedemann an. Wenn man über Aufklärung redet in Berlin und sich über das Thema Gedanken macht, wie könnte das aussehen und was ist dazu zu sagen, dann ist Konrad Wiedemann genau der richtige Mann. 1000 Bände über die Berliner Aufklärung, hat er mir gesagt. Ich hatte die Ehre und die Freude, ihn besuchen zu dürfen und die Bibliothek zu sehen. Und ich durfte auch Bände mitnehmen und lesen, Briefwechsel zwischen Mendelssohn und Lessing. Also man staunt, wie viele Briefe diese Leute geschrieben haben. Die hatten natürlich nicht wie wir die iPhones und die Laptops und so weiter. Aber das war schon enorm. Lieber
Herr Wiedemann, erzählen Sie uns doch mal, wie könnten Sie sich vorstellen, könnte man in Berlin in diesem Gebiet, über das wir gesprochen haben, also zwischen Fernsehturm und Humboldt-Forum, wie könnte man da sich vorstellen, die Berliner Aufklärung darzustellen? Ja, also ich habe meine Aufgabe so ähnlich verstanden wie ein Bewerber in einer Ausschreibung von Frau Müller. Nicht? Also ich mache einen Vorschlag, wie man das machen könnte. Wobei die Ausgangsthese, also der Auftraggeber oder der Ausschreiber des Wettbewerbes wäre dann die Stiftung Zukunft Berlin. Naja, schauen wir mal. Der habe ich etwas angeboten. Ausgangsthese, Berlin ist nicht nur der wichtigste Ort der Aufklärungsepoche in Deutschland, sondern auch einer der wichtigsten in Europa. Also die Frage, welche Formen der historischen Erinnerung, wenn überhaupt, und jetzt ist das gesagt mit einem Seitenblick auf Berlin global im Humboldt-Forum, wo ja die Historie mehr oder minder abwesend ist, bieten sich heute an. Nun, in einer privaten Vordebatte mit Lea Roos und mit Professor Heilmeier sind wir zum Ergebnis gekommen, dass der ursprüngliche Plan, nämlich die traditionelle Form des öffentlichen Denkmals, vielleicht im Stil der verbreiteten Plastikgärten, oder ja, die es ja überall gibt, aber die meist etwas älter sind von ihrer Planung her, dass das als ausscheidet. Und zwar nicht, also wir hätten dann gewissermaßen innerhalb dieses Marx-Engels-Parks vielleicht 10 oder 12 Plastiken aufgestellt, Büsten, wenn Sie so wollen. Aber wir waren der Meinung, das ginge nicht, und zwar nicht nur, weil das aus der Mode gekommen ist, sondern auch, weil der in Berlin so wichtige Anteil an jüdischen Beispielen, Moses Mendelssohn, Rahel Varnhagen, Salomon Maimon und andere, in erhöhter Gefahr besteht, beschmiert oder beschädigt zu werden. Und zwar, wie Sie ja wissen, immer wieder, nicht? Sagen Sie doch mal, was Sie sich vorstellen. Ja. Ich sag mal Stichwort Pavillon, ich will es Ihnen. Bei meinem Gegenvorschlag, der in eine ganz andere Richtung geht, gehe ich davon aus, dass substanzielle Erinnerung ohne ein öffentliches Angebot an Begegnung und Auseinandersetzung nur schwer denkbar ist. Das klingt, so werden Sie sagen, nach Delegation der Sache an die Universität. Da wird ja in der Tat über Aufklärung im deutschen, im provinziellen, im europäischen Sinn viel diskutiert. Aber das soll eben, so ist es nicht gedacht. Viel eher soll das, was ich vorschlage, das Gegenteil sein. Nun, mein Vorschlag zielt auf ein anspruchsvolles Gehäuse. Und wenn ich sage Gehäuse, dann sage ich immer, denke ich immer ein bisschen neidvoll an die Remise unseres Redners bereit, also die Remise in der, ne? Ja, gut, von der Sie schon ja Bescheid wissen, zielt auf ein anspruchsvolles Gehäuse in unmittelbarer Nähe zum Roten Rathaus und das heißt ja auch immer zur Spandauer Straße. Und zwar ein Gehäuse, das seinem Wesen nach eine Mischung aus Kaffeehaus, Museum und Bibliothek ist. Das Haus müsste 3 verbundene Gasträume haben. Einen großen, der vornehmlich dem Kaffeebetrieb, also dem Konsum dient, aber zugleich eine Galerie von etwa 30 historischen Porträts plus darunter kleine Biografien, schmale Biografien von 10 Zeilen vielleicht,
Porträts jetzt von Leuten, die die Aufklärung getragen haben. Bitte? Porträts von denen, die die Aufklärung getragen haben. Porträts von denen, die in Berlin für die Aufklärung stehen. Wir haben vorhin schon gehört, Mendelssohn, Lessing, Nicolai. Fahren Sie mal fort. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Voltaire. Ja, ja. Friedrich der Zweite. Also, dann einen zweiten Raum, der sich für Rundgespräche und gelegentliche Gastvorträge eignet, und einen dritten, in dem die Gäste eine Bibliothek zur Berliner Aufklärung, vielleicht bis zu 1000 Bänden, und die Gelegenheit zum Lesen, Blättern und eventuell Ausleihen finden. Sie haben uns auch gesagt, Wolf-Dieter Heimer, ihr sitzt hier, Sie haben uns gesagt, wenn das gebaut werden würde, würden Sie vielleicht 5000 Bände spenden. 1000 Bände. Ja. Ja, ja. 1000. Gut, ja, machen wir 1000. Das würde ich vielleicht tun. Ja. Also, das heißt, Bibliothek ist sehr wichtig und das Gespräch. Ja, ja, ja. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Wiedemann, wir sprachen vorhin Mendelssohn, Lessing, dieser Briefwechsel. Könnten Sie sich vorstellen, oder wie könnten Sie sich vorstellen, dass man sowas hörbar macht? Da müssen wir vielleicht einen Kurzwettbewerb haben. Hörbar machen ist bei Briefwechseln kein Problem. In meinem zweiten Raum könnten ja Studenten mit ihren Professoren regelmäßig sich Briefe vorlesen von den Beteiligten. Und das ist hochinteressant, nicht? Ja. Ich habe Ihnen eine kleine Probe mitgenommen, wie das klingt, wenn Lessing Mendelssohn schreibt. Lesen Sie mal vor. Lessing zum Beispiel. Also die reden ja, wie Sie inzwischen wissen, über die Rolle des oder die Bedeutung des bürgerlichen Trauerspiels, damals eine historische Neuheit. Und Lessing hat Mendelssohn dazu eingeladen. Und dann, nachdem diese Diskussion, die am Anfang in diesen abendlichen oder morgendlichen Treffen in der Spandauer Straße stattfanden, später in Briefen fortgesetzt wurden, haben wir eine Vorstellung, wie das klang. Und dann sage ich, Lessing zu Anne Mendelssohn: Sie sind mein Freund. Ich will meine Gedanken von Ihnen geprüft, nicht gelobt haben. Oder: Jetzt habe ich mich in Atem gesetzt in der Auseinandersetzung über diese Frage. Sie wissen, was Sie zu tun haben, wenn ich darin bleiben soll, in Atem. So, die eine Seite, so schreibt Mendelssohn: Wir führen Krieg, wir führen Kriege, lieber Lessing, die ohne ihren Schaden für mich sehr vorteilhaft sind. Wir wollen sehen, ob die streitenden Mächte so viel realen Nutzen von ihrem kostbaren Kriege haben werden. Oder, wiederum Mendelssohn: Ich lösche die ganze Tafel aus. Von vorne. Wumms. Das ist aufklärerische Sprache in einem völlig neuen Doppelsinn, nämlich als ständige Animation zum Selbstdenken, sowohl als Moral wie, und das ist besonders wichtig, wie als sprachliche Lust. Fraglos eine Art Verständigungskunstwerk. Kein Wunder, dass die drei, Mendelssohn, Lessing und Nicolai, mitunter wie berauscht davon wirken. Die haben sich sehr gefallen in diesem Stil. Ja, Herr Wiedemann, nachher mehr von Ihnen, aber wir wollen unsere anderen Gespräche. Meine wichtigste Argument ist, nachdem es im Moment immerzu nur um die Spandauer Straße und um die jüdische. Ich halte das in. Ja, danke vielmals. Und um die jüdische Emanzipation oder die jüdische Aufklärung oder eben um die Haskala geht, muss ich jetzt als der ganz früh eingestiegen ist in der Germanistik mit diesem Thema übrigens vor 15 Jahren etwa mit einem Vortrag in der Akademie zusammen mit dem Stadtplaner Bodenschatz, der hier sitzt, und mit dem Stadtbaumeister Mausbach
also mit eindrucksvollen Co-Referenten. Als muss ich, der damit gewissermaßen früh angefangen hat, darauf aufmerksam zu machen, auf diese jüdische Aufklärung und ihre säkulare oder globale Bedeutung, muss ich jetzt auftreten als einer, der sagt, der eine Kautele ausspricht, der einen, also eine Warnung ausspricht. Warten Sie, muss ich Ihnen sagen. Sicherlich bildet die jüdische Emanzipation, also die Haskalah, den Höhe- und Glanzpunkt der Berliner Aufklärung. Das bedeutet jedoch nicht, dass deshalb das Gesamtphänomen der Judenfrage ausgerichtet gewesen wäre. Weder in Leibnizens Begründung der Berliner Akademie, noch in Friedrichs des Zweiten, also des großen, französische Variante derselben in der Tafelrunde von Sanssouci, noch in der berühmten berlinischen Monatsschrift oder der geheimen berlinischen Mittwochsgesellschaft spielt Jüdisches eine besondere Rolle, auch wenn in der Monatsschrift neben Kants berühmtem Aufsatz, was ist Aufklärung, auch ein Aufsatz gleichen Themas von Mendelssohn steht und Mendelssohn sogar Ehrenmitglied in der Mittwochsgesellschaft war, was beides wiederum auf das preußische Gleichstellungsedikt von 1812 vorausweist. Was mir vorschwebt, ist ein normaler, urbaner Treffpunkt mit historistischer Kulisse an einem besonders markanten, aber auch ziemlich unbekannten Erinnerungsort der Berliner Aufklärung, also der Spandauer Straße. Was die Kulisse bewirken kann, von der Verneigung vor der großen Vergangenheit bis zum flüchtig interessierten Blick, darf hier offen bleiben. Aber natürlich besteht der Wunsch, dass ich irgendwie in das Gespräch, diese große Vergangenheit, irgendwie in das Gespräch der Gäste eingeht, ja, dass man all along um das dokumentierten Themas willens und des Gesprächs darüber das Lokal überhaupt besucht. Lieber Herr Wiedemann, jetzt müssen wir aber... Ein Ort also des Gesprächs, der Auseinandersetzung und der Begegnung über dieses Thema. Und das war in Berlin die Aufklärung immer. Aber wir müssen jetzt unsere anderen Gesprächspartner mit einbeziehen. Ja. Sie sind ja hier dabei und Sie sitzen ja hier... Jetzt ganz konkret machen. Nein, lassen Sie doch jetzt mal zu. Nur noch eine Minute, Frau Groß. Denn das Gespräch oder auch die Begegnung ist eins der wichtigsten Bauelemente der Berliner Aufklärung. Das beginnt mit dem Gespräch zwischen Leibniz und Königin Sophie Charlotte um 1700. Das setzt sich fort mit dem ungewöhnlichen Briefgespräch zwischen Friedrich dem Großen und Voltaire, dass die europäische Historikergarde natürlich immer viel mehr interessiert hat als die Haskalah in Berlin. Erlebt einen ungewöhnlichen Höhepunkt im Gespräch zwischen Lessing und Mendelssohn und erlebt einen neuen Höhepunkt in der offenen Gesprächskultur der jüdischen Salonieren und endet mit Wilhelm von Humboldts epochaler Sprachtheorie aus dem Geist des individuellen Gesprächs. Genau das soll dort erneuert werden, die Gesprächskultur mit dem Hintergrund des selbstdenkenden Aufklärers. Ja, nun wollen wir aber hören, was unsere anderen Gesprächspartner, Herr Marc Schiss, der Bendit dazu sagen. Nehmen Sie mal Ihre Professor Marc Schiess, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Theologe. Ich glaube, Sie haben die Texte selber direkt im Original sozusagen mitgelesen. Wir haben den Literaturwissenschaftler gehört. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihr Vorschlag? Wie soll man sich dort in dieser Gegend an was erinnern? Also erst einmal muss ich das machen, was man neudeutsch den Disclaimer nennt. Ich bin im Unterschied zu Konrad Wiedemann kein
Aufklärungsforscher. Ich bin nur der Präsident einer, wie Konrad Wiedemann wunderbar beschrieben hat, Einrichtung, die sich der Aufklärung verdankt und neben mancher Finsternis auch Aufklärung befördert hat in ihrer Geschichte. Nach diesem Disclaimer tue ich jetzt aber so, als wäre ich Aufklärungshistoriker und setze was fort, was Konrad Wiedemann gesagt hat. Ich glaube, das Erste, seien Sie mir nicht böse, was Sie für Ihr Projekt machen müssen, ist Aufklärung nochmal verbreitern. Spalding, Aufklärung. Teller, Aufklärung verbreitern. Also es fehlt sozusagen, Sie haben da so schöne Gebäude gezeigt, da steht noch die Nikolaikirche, da steht das Propsthaus neben dem Nikolaihaus. Also da stehen Orte, die auch mit Aufklärung zu tun haben. Es gibt eine große neue Spalding-Ausgabe. Es gibt eine Reformsynagoge mit also wirklich einem ganz interessanten Ort. Also vergessen Sie nicht, dass es immer auch, Konrad Wiedemann hat den Leibniz genannt, es gibt auch eine Form von Aufklärung, die mit Religion vorzüglich zusammengeht. Die muss da rein. Und wenn man sich das klar macht, sozusagen, dass sie breiter sein muss, ich nenne noch was Zweites, die Franzosen. Also wenn man die Geschichtsschreibung der Akademie anguckt, dann gibt es da eine monumentale Ausgabe von Harnack, in der die Franzosen schlecht wegkommen. Ein Herr Formé, Rhetorikprofessor am französischen Gymnasium, jemand, der in der französischen Kirche war. Ich befürchte immer, Harnack konnte nicht besonders gut Französisch, hat nicht sehr freundlich. Das ist auch eine mit den Franzosen, das 18. Jahrhundert der Berliner Akademie war ein französisches Jahrhundert in ganzen Dingen. Und wir haben immer sehr stark, ich sage das durchaus auch selbstkritisch, sehr stark auf das große 19. Jahrhundert geguckt, das französische Jahrhundert der Berliner Akademie ist genauso interessant. Also das ist ein europäisches Projekt und zwar in Berlin. Also nicht, wir gucken anderswohin und das ist doch ganz aktuell. Ein europäisches Projekt. So, zu welchen praktischen bringt mich das denn? Ich will jetzt ja auch nicht so tun, als könnte ich hier die Aufklärungsvorlesung halten. Das bringt mich dazu, dieses schöne Modell des Geschichtspfades Ihnen zu empfehlen. Wenn man in Konrad Wiedemanns wunderbares Haus geht, das finde ich auch eine wunderschöne Idee, wo es dann wie im Salon auch nur Butterbrote, Tee und Butterbrote gibt. Also das finde ich auch eine hübsche Idee, wenn man sozusagen nicht bloß einfach aus der benachbarten Konditorei was holt, sondern sich beim Essen ein bisschen bemüht, das nachzumachen. In diesen Ort kommen wir mit einem Geschichtspfad. Und dieser Geschichtspfad hat Tafeln. Und diese Tafeln erinnern an die Orte, die es noch gibt und an die Orte, die es auch nicht mehr gibt. Es war von, Sie haben das genannt, Leonhard Euler die Rede. Das ist eine ganz interessante Gestalt. Der wird einem immer als Mathematiker vorgeführt, der aber auch über Theologie geschrieben. Gibt es wunderbare neutestamentliche Schriften, Sachen zum Leben. Einige wissen das, ist aber, das wäre die Verantwortung unserer Akademie. Also wir müssten mal ein bisschen zeigen, die Leute lassen sich nicht in die Fachrubriken einordnen, in die sie die Ausgaben des 19. und 20. Jahrhunderts eingeordnet haben. Leibniz' Ökumene-Schriften, also zur Union mit der katholischen Kirche, erscheinen in der Reihe politische Schriften, weil während der Nazi-Zeit eine eigene Reihe mit theologischen Schriften von Leibniz nicht gewünscht war, politisch. Also sozusagen, es würde sich auch lohnen, in die, darf ich sagen, Wiedemann-Bude, also in sozusagen den schönen Ort, würde es sich lohnen zu integrieren, auch so ein bisschen die Forschungskritik, also wie wird das zu einer deutschen Aufklärung, obwohl sie europäisch ist, wie wird das zu einem christlichen Projekt, obwohl sie jüdisch ist, also sozusagen den Stachel der unterschiedlichen Präsentationen der Aufklärung, wie sie präsentiert und auch funktionalisiert worden ist. Aber der Vorschlag, den ich Ihnen gern machen würde, das gibt es ja durchaus in Berlin, in Charlottenburg-Nord ist ja gerade so ein Geschichtspfad errichtet worden, der also von dem Hinrichtungsschuppen in Plötzensee durch Charlottenburg
Charlottenburg-Nord führt, bis hin zu Kleingarten, wo sich der Widerstand getroffen hat, sowas zu machen. Und ich verspreche dann, dass wir als Akademie ein bisschen dafür sorgen, dass klarer wird, dass unsere Figuren nicht in den Schachteln bleiben. Das kann man ja schön künstlerisch gestalten. Also Leonhard Euler steigt aus seiner Mathematikerschachtel raus und es wird erkennbar, dass Euler noch viel mehr ist und ja auch eine ganz europäische Gestalt ist. Aber versuchen Sie diesen Unort, das ist ja ganz schrecklich, was aus Köln geworden ist. Also so schlimm wie die Spandauer Straße ist, ist ja auch der Mühlendamm. Das ist ja sozusagen also ganz entsetzlich. Und dann gibt es diese hochqualitätvolle Architektur des House of One und die hochqualitätvolle Architektur dieses Ausstellungsbaus über der Lateinschule. Aber es wäre gut, wenn nicht am Mühlendamm weiter alle vorbeibrettern, wenn ein paar zum House of One gehen. Und diese wunderbare Brüderstraße, da haben wir unglaublich viel. Also die Brüderstraße dazu zu holen und sich, Verzeihung, nicht mit dem Marx-Engels-Forum zufrieden zu gehen, sondern irgendwie es zu schaffen, dass die wunderbare Brüderstraße dabei ist. So, jetzt habe ich unter dem Disclaimer, weder bin ich Aufklärungshistoriker, noch bin ich Stadtbaumeister, lange geredet, aber das waren meine Empfehlungen, denn ich habe das schon gesagt, ich muss unglücklicherweise um 3:15 fortgehen und insofern habe ich ein bisschen länger geredet. Verzeihung. Ach, Herr Marx, das tut uns aber leid. Danke, dass Sie uns jedenfalls noch ein bisschen von Ihrer Zeit gespendet haben. Herr Mende, wollen Sie, es waren ja Stichworte genug, wollen Sie eines von denen aufnehmen? Ja, also das mit der Nikolaikirche, Marienkirche, natürlich, das waren natürlich Orte und der religiöse Aspekt innerhalb der deutschen und der Berliner Aufklärung, der kam heute noch gar nicht zu Wort und das ist natürlich gegeben mit Spalding vor allen Dingen. Und die Anregung finde ich stark natürlich, diese Geschichtsfahrt. Obwohl die Frage ist für mich immer, wer benutzt das am Ende? Ne? Ist das so, ist das wirklich so eine Breitenwirkung? Also ich finde sehr, sehr charmant diese Idee mit dem Pavillon, weil es hinweggeht über diese Engbindung an ein historisches Gebäude, was ich vorhin ja sagen wollte damit. Irgendwie das ins Heute holt und auch so einen praktischen Nutzen hat. Man kann auch einfach Kaffee trinken und Kuchen essen und hoffentlich gibt's den guten, gibt's da eine gute Butterbrot dürfte es sein. Butterbrote gibt's hoffentlich nicht nur. Und ich glaube, damit kriegen wir die Leute. Und wir müssen wirklich aufpassen, mit, dass wir nicht ein Medium wählen, was vielleicht uns hier im Saal ungemein anspricht, aber was irgendwie an den Bedürfnissen breiterer Schichten vorbeigeht. Dann sage ich noch mal was. Ich meine mit dem Geschichtspfad auch nicht, dass da bloß eine Tafel steht mit viel Schrift, weil wir alle gern lesen. Ist relativ klar. Es gibt aber dazu zum Beispiel mal einen Wettbewerb zu machen. Also stellen wir uns mal vor, es gibt auf der Rückseite der Tafeln Automaten, wo ich was zu essen bekomme oder so. Also riesige Mengen von Touristen werden da durchgeschleust und da finden sie was zu essen und kriegen beim Essen was. Also kreative Fantasie. Ich glaube auch nicht, dass man sozusagen, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, mit dem Modell Geschichtspfad als einem doch schon aus einer bestimmten Zeit und Gedenkkultur stammen allein. Aber dafür kann man, das kann man ja als Teil eines solchen Wettbewerbs nehmen. Frau Müller hat ja beschrieben, wie wichtig die Auslobung ist. Macht mal was Kreatives, dass die Leute ins Lesen gezogen werden, dass sie was hören. Konrad Wiedemann liest Spalding zum Beispiel. Also das wären doch wunderbare Möglichkeiten, wo ich stehen bleibe und eine Stimme höre, die mich verweilen lässt. Also Hörstationen, Essstationen, Sitzstationen. Hörstationen, wo man zum Beispiel Briefwechsel verlesen kann zwischen den beiden Mendelssohn, Lessing und so weiter. Herr Wiedemann, wollen Sie was ergänzen? Das gefällt mir natürlich. Nee, also mit Mikrofon, bitte. Das gefällt mir natürlich, dass der Präsident der Akademie ebenfalls einen konkreten Vorschlag gemacht hat, nämlich den vom Geschichtspfad. Das wird schwierig sein, nicht? Das wird schwierig sein und wir werden heute in der Nacht noch, bevor wir einschlafen, nachdenken, was alles dabei zu bedenken ist. Aber immerhin, nicht? Es ist gewissermaßen ein Vorschlag
in dem wiederum die ganze glanzvolle Geschichte der Berliner Akademie erinnert werden könnte. Denn die hört ja nicht 1800 auf. Ich habe 30 Leute vorgeschlagen, die in meinem Café an der Wand hängen. Aber danach kommen ja die Berliner Reformer, also ganz große Namen. Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Clausewitz und so weiter, nicht? Und die beiden Humboldts natürlich, alles Aufklärer reinen Wassers, nicht? Das geht also weiter, bis die Dynastie gewissermaßen so stark wird, dass sie das alles verdrängen kann und nun ja, das einleitet, was wir sagen. Wenn ich das noch sage, weil ich ja gleich los muss, im Hugenottenmuseum anfangen, da gibt es irre Gestalten, Pariser katholische Priester, die ihren katholischen Priesterrock hinwerfen und nach Genf gehen, reformiert werden, ein großes Koptisch-Lexikon machen. Also sozusagen das 18. Jahrhundert ist ein überraschend internationales Berlin, also man muss immer aufpassen, dass man das nicht zum multireligiösen Paradies der 2020er Jahre stilisiert. Das ist es hier auch nicht, aber es ist ein überraschend buntes Berlin und daraus lässt sich was machen. Ja, also es ist ein überraschend buntes Berlin und das kann man vermitteln, das macht Spaß. Und da haben wir eine ganze Menge Leute, allein die Jägerstraße, nicht? Man geht ja dann die Jägerstraße, geht vielleicht irgendwie da über die Gertraudenbrücke rüber oder so, kommt in die Brüderstraße. Da können ganz viele Stationen sein, an denen man Eulersche Zahl, da kann man dann mal eine Matheaufgabe lösen und so. Also da kann man unterschiedlichste Personen in unterschiedlichsten Formen einbeziehen. Und ich glaube, das macht Spaß, kann man viele Institutionen mit heranziehen. Es geht um Musik, man kann Musik hören und am Schluss gibt es eben was, ein Butterbrot kann man schnell bezahlen. Also auch jemand, der nicht viel Geld mit hat und kein Bildungsbürger ist, kriegt ein wohlschmeckendes Butterbrot. Ja. Ich möchte noch ergänzen, Herr Wiedemann, da lese ich aus Ihrem Appendix vor. Also Leibniz, Königin Sophie Charlotte, König Friedrich II., Voltaire, Lessing, Moses Mendelssohn, haben wir alles schon gesagt, Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Kotowiecki, Henriette Herz, Rahl Varnhagen, Karl August Varnhagen, Humboldts hatten Sie schon erwähnt. Also die Frage ist natürlich, wie stellt man das dar? Also wir haben überlegt, Köpfe kann man nicht, obwohl ich muss sagen, wenn ich mir den Kopf von Moses Mendelssohn angucke, sowas Schönes, solche Augen, so viel Intelligenz, die dieses Gesicht ausstrahlt, das muss man doch sehen. Wirklich auch Gegenwartsfantasie. Wir haben an der Akademie einen Mathematiker, der hat eine Einstein-Kopie realisiert. Der ist wirklich greifbar. Sie haben den Eindruck, der redet mit Ihnen. Der ist auf eine wunderbare Weise zur virtuellen Realität geworden. Also ich finde, da man eben nicht, die Zahl der Graphbilder ist endlich. Wir haben in der Akademie eine, darf ich das überhaupt laut sagen, absolut hinreißende Udin-Büste von Voltaire, die so wertvoll ist, dass wir die immer im Keller sozusagen in den Tresoren der Preußischen Staatsbank verstecken, damit man das nicht so merkt. Aber jedenfalls, wo man nicht erstklassige Kunst hat, die hat man in Berlin und die kann man auch ausstellen, kann man mit solchen virtuellen Dingen, also ich finde, es gibt inzwischen viele, viele Möglichkeiten, Leute anzusprechen. Ich bin persönlich von dem virtuellen Einstein nicht so begeistert, ist nicht meine spezifische Form, damit umzugehen, aber ich bemerke, wenn wir das als Akademie bei unseren Salons vorführen, die Leute sind total begeistert, also sozusagen der virtuelle Mendelssohn, das ist eine großartige Idee. Und nach diesem Satz muss ich mich leider verabschieden, wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich kann nur sagen, die Akademie, zwei hier auf der Runde sind Akademie, unterstützt die ganze Sache nachhaltig und mit aller hoffentlich vorhandenen gedanklichen Kraft. Schönen Abend. Das nehmen wir mit und werden uns daran erinnern und auch Sie noch daran erinnern. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Aber im Publikum ist, soweit ich weiß, Rainer Klemke.
der genau zu diesen Themen, die gerade jetzt gefallen sind, bleiben Sie gerade sitzen, es wird Ihnen ein Mikro gebracht, der da wahrscheinlich direkt da etwas dazu sagen könnte. Wenn wir schon über das Digitale sprechen, über die Möglichkeiten sprechen, die so zum Beispiel ein Geschichtspfad darstellen könnte. Herr Klemke. Ja, mein Name ist Rainer Klemke. Ich war 20 Jahre lang in Berlin für die Museen, Gedenkstätten und Zeitgeschichte in der Kulturverwaltung zuständig und leite jetzt die Berlin History App. Die Berlin History App ist eine Plattform für Zeitgeschichte und Geschichte, die mehr Nutzer hat als der Tagesspiegel und derzeit 23 solche Geschichtspfade in Berlin anbietet, mit Zitaten zum Beispiel zu den verbrannten Dichtern, wo die zentralen Stellen von denen gelesen werden, mit einem Rundgang zu den Berliner Orgeln, wo man die Berliner Orgeln hören kann, oder wo Zeitzeugen zu den entsprechenden Orten sprechen. Insofern, es gibt sowas in der Stadt. Es wird vielfach genutzt. Zu Herrn Mende, Sie fragten ja danach, wer nutzt sowas. Diese Rundgänge werden sehr viel genutzt von den Menschen. Und ein solcher Geschichtspfad kostet so viel wie zwei Berliner Informationsstelen. Also insofern, man kann es auch ganz schnell auf die Beine stellen. Ich weiß aus den leidvollen Erfahrungen von Denkmälern und von solchen Projekten, wovon Professor Wiedemann sprach, wie lange das dauert, in Berlin sowas auf die Beine zu stellen. Einen Geschichtspfad könnten wir in 2 Monaten haben und dann hätten wir die Aufklärung und könnten die Berliner durch die Stadt führen und ihre Gäste. Herr Kohlbrenner hatte ja schon vorgestellt, es gibt ja 2 Routen, einmal diese Rundroute und einmal quer durch das Zentrum. Das könnte man wunderbar an den jeweiligen Orten, könnte man die Personen sprechen lassen oder ihre zentralen Thesen sprechen lassen. Man könnte Musik machen, man könnte Videos zeigen, was auch immer man da einbinden kann. Es gibt sehr lebendige Formen und interessanterweise ist, man sagt ja immer, diese modernen Medien, wer nutzt die? Es sind junge Leute und ältere Leute. Die Leute in der Mitte des Lebens nicht so sehr. Die älteren Leute brauchen alle so ein Smartphone, weil sie mit ihren Enkeln kommunizieren wollen und nutzen deshalb auch unsere App. Und natürlich junge Leute erreicht man damit. Und wir haben auch eine Software ab diesem Monat in der App, wo man selber aus den Materialien, die in der App vorhanden sind, Touren zusammenstellen kann. Also insbesondere für Jugendgruppen. Die können dann eine eigene Ausstellung auch zum Thema Aufklärung machen. Ja, bitte, gerne. Ja. Aber also ich gehöre ja heute offensichtlich auch zur ordinären Kaste der Pragmatiker. Und jetzt habe ich im Ohr, was der Präsident Mark Fies vorgeschlagen hat, nämlich diesen Geschichtspfad durch Berlin. Ich glaube, dass er nur realisierbar ist, wenn wir die ungefähr 30 Berlin-Führer, die es gibt, nicht, die fast immer auf Historie ausgerichtet sind, wenn wir die gewissermaßen, einen Teil von ihnen jedenfalls, neu programmieren als auf die Berliner Aufklärung hin. Und das wiederum, das Programm wiederum, könnte natürlich ausbaldowert werden in meinem Sprechen Sie ins Mikro, Haus bitte. Des Gesprächs, in meinem Café, wo freigesprochen wird und wo all das durchgespielt werden kann. Gut, Wolf-Dieter Halbmeier, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen. Ich hätte ganz speziell die Frage, wenn wir da ein Denkmal an die Aufklärung errichten wollen und jetzt ein Vorschlag kommt, das in einer App abzubilden, die dann sogar günstig ist und in 2 Monaten dastehen kann. Ist ein Denkmal, das zu schnell gebaut wird, nicht völlig wirkungslos? Das ist jetzt die Frage an Herrn Halmeier. Ich möchte nur noch einmal kurz auf Herrn Kohlbrenner zurückkommen, der uns ja gezeigt hat, Halmeier ist mein Name, der uns ja gezeigt hat, worum es uns in unserer Arbeitsgruppe einmal gegangen ist. Es ist das Merkwürdige, dass das Zentrum der Bundeshauptstadt Berlin so ein Brachfeld geworden ist. Und wir glauben auch nicht, dass die neue Ausschreibung,
so interessant die Wettbewerbssiege etwas geboten haben, was jetzt vielleicht auch realisiert wird, dass das wirklich erreicht, dass der Berliner wieder in die Mitte geht, dass der Berliner die Mitte als Zielort sieht. Das müsste zwei große Problemkreise klären. Das eine ist das, was ja nicht von uns erfunden, aber doch inzwischen allgemein so gesagt wird, der Rathausplatz als ein Platz der Demokratie, dass man sich tatsächlich vor unserer Regierung trifft und nicht irgendwo am Brandenburger Tor oder auf dem Gendarmenmarkt, sondern dort, wo Entscheidungen getroffen werden sollten. Das ist das eine. Aber das andere ist dieses grüne Feld, was Marx-Engels-Forum im Übrigen ganz merkwürdigerweise heißt. Es ist ja gar kein Forum, bei dem man sich trifft, um zum Beispiel Entscheidungen zu beeinflussen, sondern es ist nur die Fläche rund um Marx und Engels. Und da haben wir gesagt, es müsste auch dieser Ort ein Zielort werden. Und deswegen haben wir an ein Denkmal gedacht, aber natürlich nicht ein Denkmal alten Stils, sondern ein Monument oder ein Ort, bei dem man sich trifft und wo man dann nachdenkt, wie es weitergeht. Das kann natürlich, Herr Klemke, sehr schön der Zielort eines Ihrer Rundgänge sein. Und Ihre Rundgänge könnten auch zum Beispiel den Kohlbrennerschen Vorstellungen von solchen gezielten Gängen in Berlin sein. Aber immer noch würde ich gerne darauf zurückkehren, dass es im Bereich vielleicht des Marx-Engels-Forums, jedenfalls nahe an der Spandauer Straße, vielleicht Spandauer Straße 68, etwas gibt. Und das sollten wir mit Künstlern erarbeiten. Eine Stange, ein Kreuz, ein irgendetwas. Hier wurden nur diese Denkzeichen, Zitate auf dem Boden wieder vorgeführt. Da haben wir einen schlechten Eindruck mit unserer Aufklärung. Denn so schön und interessant und intelligent auch dieses Ullmannsche Denkmal ist, aber da gehen 90% der Leute einfach drüber. Und die sehen das gar nicht. Die müssen auch nach der grünen Ampel gucken, die da gleich kommt. So kann es nicht gut sein. Deswegen müsste dort eine weitere Ausschreibung sich damit beschäftigen, was man als Zeichen, Symbol, Mahnmal, Memorial, Denkmal, aber nur mit Bindestrich, sein könnte. Das würde ich gerne zu dieser Frage ergänzen. Dankeschön, Wolf-Dieter. Und das Schlimme ist ja, dass bei der Auslobung zum Marx-Engels-Forum die Stadtgrenzen regelrecht genannt wurden, die am Wasser aufhören. Da sieht man ja, wie kurzfristig diese Ausschreibung gewesen ist und wie wenig sie in die Stadt reinstrahlend gedacht hat. Aber Frau Müller, die ja nun digital nur zugeschaltet ist, der leere Stuhl sei eine Erinnerung an sie, ist ja trotzdem Teil des Podiums und uns nach wie vor zugeschaltet. Welche Vorschläge sind denn da, wenn man das aus künstlerischer Sicht sieht? Welche Ideen könnte man da noch mit reinbringen, die vielleicht dieses Denkmal, diesen Stolperer, diesen Anhalter auf dem Weg durch die Stadt, aber gleichzeitig vielleicht auch diese Geschichtstour, dieses digitale App mit reinnimmt? Elfriede Müller. Ja, vielen Dank, Christoph. Ich glaube, das ist der Moment, um Frau Pisani, die ja heute Abend auch zugeschaltet ist, zu bitten, dass sie einfach mal aus ihrer künstlerischen Praxis berichtet. Ich denke, das wäre ganz wichtig, die Form nicht vorzugeben in der Auslobung. Das wäre meine Empfehlung aus der Erfahrung, sondern dass in der Auslobung, was die Form betrifft, eher stehen sollte, was sie überhaupt nicht wollen als Auslober und den Rest den Künstlerinnen überlassen sollten. Weil da gibt es doch sehr viel zeitgenössische Methoden, die Aufmerksamkeit von Menschen zu erlangen, als die bis heute Abend genannt wurden. Deswegen würde ich einfach sagen, dass Frau Pisani einfach ein paar Sachen berichtet und ich glaube, das würde die Debatte auch lebendig werden lassen. Ja, guten Abend, ich heiße Patricia Pisani und bin bildende Künstlerin.
Und meine künstlerische Arbeitsschwerpunkt ist Erinnerung im öffentlichen Raum. Und heute möchte ich so einen Beitrag, das wäre die Begrifflichkeit, die man irgendwie heute Abend auch viel gehört hat, Denkmal und Denkzeichen. Ich wollte eigentlich den Unterschied klar machen, weil wir assoziieren immer mit Denkmal etwas, die eher im Rahmen des 19. Jahrhunderts passiert ist, mit so Bühnencharakter, wo man großartige repräsentativen Zeremonien durchführen kann. Und für eine neue, also eine zeitgenössische Form der Erinnerung, nimmt man dieses Wort Denkzeichen. Und das ist eine Form, die eigentlich das Publikum auch zum Mitdenken auffordert, zu offenen Fragen wirft. Und es ist nicht alles so vorbereitet und serviert, sondern da muss das Publikum selber auch mitdenken und mitmachen auf eine Art. Und das finde ich für die Diskussion heute Abend wichtig. Also ich habe keine konkrete Vorschlag, weil das ist, wie Frau Müller sagte, das sollte so offen wie möglich sein. Also es muss schon einen Rahmen geben, aber die Künstler und Künstlerinnen, die haben immer Ideen, die uns auch verblüffen, obwohl wir vom Metier sind. Also ich bin oft in Jury-Sitzungen, wo man sich so Sachen gar nicht vorstellen konnte. Also sehr kreative Lösungen. Und wiederum möchte ich auch, also dadurch, dass es so viele verschiedene Orte gibt für diesen besonderen Wettbewerb, das ist eine mögliche Form, die Denkzeichen ist, ist auch eine dezentralisierte, nennen wir das. Und das bedeutet, dass es nicht ein Ort gibt, sondern es gibt mehrere Orte oder Positionen, die man... ja, man muss sie erreichen, man muss laufen. Es ist ein bisschen, also so wie ein Weg, aber auch nicht. Also das ist auch so eine Mischform. Und da würde ich gerne ein Beispiel von meiner Arbeit zeigen. Die Frau, die das, die Abbildungen zeigt, bitte die erste von mir. Das ist dieser Plan. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein Denkzeichen für die Opfer der NS-Militärjustiz. Das ist in Berlin, Charlottenburg. Da sieht man die Wahlbühne. Das ist alles eine Region, die sehr von der Nazi-Zeit bestimmt war. Und da wurden Deserteure erschossen. Und das war auch ein Wettbewerb und mein Vorschlag war auch eine Art Weg durch die Morellenschlucht bis zum Ort der authentischen, also der authentische Ort der Erschießung. Ja. Wobei nicht so richtig positioniert werden konnte, weil das sind, also die ganze Umgebung hat sich geändert. In so vielen Jahren, aber es gibt so ein paar Zeitzeugenberichte. Und die Idee, vielleicht die nächste, damit man es ein bisschen... Nee, also der, ja gut, okay. Also der unten links, das ist ein Teil dieser Weg. Und ich habe 104 Verkehrsspiegel installiert in diesem Weg. Und das sind so wie Stationen mit Aussagen, Beschriftungen von diesem Spiegel. Also man es ist fast in einem Pilgerweg mit Stationen, wo man rasten kann und sich informieren kann. Langsam kommt man irgendwie so rein in diese furchtbare Geschichte. Also es wird keine irgendwie
So wie früher war, also schreckliche Bilder, die die Leute einfach abschrecken im Alltag. Ne? Also für mich war wichtig, im Alltag irgendwie so konfrontiert zu werden, dass man sich annähern kann, dass man mit Interesse reingehen kann und ohne Schreck, also dass man denken kann, mitdenken kann und sich bewegen muss. Also das sind 700 Meter, die man gehen muss. Und es ist natürlich so ein Verkehrsspiegel, es ist etwas, was in dem öffentlichen Raum bekannt ist, hat aber hier eine andere Funktion. Ich glaube, Frau Pisani, das Bild ist sehr klar geworden und ich will auch den Hinweis von Frau Müller mitnehmen, auf keinen Fall vorzugeben, was wir haben wollen, weil sonst braucht man ja Künstler keine Ausschreibung zu machen. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Wir müssen jetzt relativ brutal, ganz elegant, charmant zum Schluss kommen, weil wir auch gleichzeitig bei AlexTV mit, ich weiß, es sind Wortmeldungen da, wir sind bei AlexTV auch mit eingespeist und da ist das Zeitslot, hört um 8 Uhr auf und dann ist die Übertragung zu Ende. Ich will das hier und wir wollen das heute Abend nicht beenden, ohne dazu zu sagen, dass das ja nur ein Zwischenschritt war. Im letzten Sommer haben wir eine Veranstaltung mit Spitzenpolitikern in Berlin gemacht, wo wir über Aufklärung und über die Mitte gesprochen haben und gemerkt haben, dass sehr viel Interesse daran besteht und auch sehr viel guter Wille dabei besteht, da mitzumachen. Allerdings wahrscheinlich noch sehr viel größere Unkenntnis darüber, was das überhaupt ist, die Aufklärung. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung heute gemacht, um ein das stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, die Ideen und die Techniken, das haben wir von Frau Müller gehört, die man mit so etwas zu Orten machen kann. Und wir werden im Juni dieses Jahr wieder an die Politik gehen und das, was wir heute hier erfahren haben, zusammen weiterarbeiten und dann dort vorbringen und sagen, Leute, bewegt euch. Es ist im Herzen von eurer Stadt. Und wir haben es hier gehört von Herrn Markschies, Aufklärung als europäisches Projekt. Nichts steht Berlin besser an. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen. Ja, es gibt danach noch draußen ein Get-Together. Dann müssen wir das trotzdem jetzt technisch beenden, weil die Übertragung bei AlexTV jetzt beendet wird und jetzt können wir gerne für die noch hier bleiben wollen, das Mikrofon weitergeben und dann die beiden Wortmeldungen mit dazu nehmen. Ja, dann meine ich doch, jetzt das Mikrofon und dann können wir das jetzt machen. Ich möchte was zu der Arbeitsgruppe Berlin-Mitte sagen. Wir haben uns jetzt schon 5 Jahre lang mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Die Stadtverwaltung, also die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, schreibt ein Bewerbungsverfahren aus für Berlin-Mitte, was völlig an der Sache vorbeigeht. Was ist passiert? Es sind Entwürfe eingereicht worden, die weitgehend Parkanlagen dort vorstellen. Ich bin ja nicht gegen Grün, ganz im Gegenteil. Aber die Hauptstadt Deutschlands und Berlin mit seiner Bedeutung kann doch nicht durch eine Parkanlage allein sozusagen die Funktionalität dieser Stadt wiedergeben. Und ich möchte noch mal ganz deutlich machen, die Aufklärung ist eine der allerwichtigsten Entwicklungen in Europa und weltweit. Und Berlin hat dazu einen ganz entscheidenden Beitrag geliefert, nämlich die Berliner Aufklärung. Und bisher hat die Stadt es nicht fertiggebracht, diese Berliner Aufklärung in irgendeiner Weise sichtbar zu machen. Stattdessen wurde im Jahre 2017, der ganze Mittelstreifen vom Fernsehturm bis zum Humboldt-Forum unter DDR-Denkmalschutz gestellt. 2017. Wir können also gar nicht so einfach planen. Wir müssen uns klar werden, dass dort also erhebliche Barrieren vorhanden sind. Und das Letzte, was ich sagen möchte,
Wir brauchen eine deutliche Aussage im Hinblick auf die Bedeutung der Berliner Aufklärung. Und das kann nicht das Marx-Engels-Forum in alter Form sein. Die gehören nicht dazu. Sie sind vielleicht Spätaufklärer, aber sie sind nicht der Kern der Berliner und der internationalen Aufklärung. Und deshalb muss dort mindestens ein kleiner Pavillon oder irgendwas, was über diese deutsche und die Berliner und die europäische Aufklärung etwas aussagt. Danke, Herr Kreibich. Und jetzt ist dort hinten noch eine letzte Wortmeldung. Vielen Dank. Ich bin Gabi Dolf-Bohnekämper, Denkmalpflegerin und Kunsthistorikerin. Wir sind in der wunderbaren Lage, dass wir nicht Trauer, sondern wunderbare Texte, Fortschritt, Weltanschauung thematisieren. Das ist ja mal eine Neuheit für Berliner Denkmalprojekte. Insofern sollte man erstmal, finde ich, dieses Problem der totalen, wie soll man sagen, der totalen Wendung hinter Denkmalkunst vom Mahnen zum Feiern erstmal überhaupt im Kopf haben, dass es darum geht, etwas Positives zu zeigen und etwas, was Leute erfreuen soll und eventuell auch belehren soll. Und genau das ist doch das, was denke ich, auch fehlt. Was ist denn Aufklärung? Und da geht es um Personen und um Texte. Und wenn es um Personen und Texte geht, dann müssen Texte entweder gelesen oder gesprochen werden. Dann müssen Personen entweder gesehen werden, gezeigt werden, gespielt werden, im Bild oder in ihrem Werk erscheinen. Und das ist ja eine völlig andere Denkmalaufgabe als beispielsweise die Spiegel an der Morellenschlucht. Deswegen glaube ich, dass die Verbildlichung, also die Idee für eine Setzung, eine formale Setzung oder Besetzung von Orten oder die Verortung von Personen und Texten, dass die dann kommen können, wenn man weiß, was bedeuten uns diese Texte. Und ich glaube, diese Texte sind in Berlin viel zu unbekannt. Und was ich denke, und das ist jetzt, was mir gerade im Moment einfällt, als Jochen Gerz und Esther Schalew-Gerz die Berliner Ermittlung gemacht haben, haben sie lange im Vorfeld in der Zeitung Bilder veröffentlicht, Texte veröffentlicht. Das heißt, man kann ganz andere Medien mobilisieren und kann sagen, Aufklärung in den Monaten, weiß ich wann, erscheint täglich oder wöchentlich in der Berliner Zeitung, in der Tagesspiegel, ein wichtiger Text dazu, in einem Rahmen. Das bereitet sozusagen das Ganze vor. Und dann, denke ich, kommt man weiter, dass in der Stadt die Leute auch verstehen, warum Aufklärung in Berlin wichtig ist. Das ist das, was ich sagen wollte. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Das zeigt uns ja nur, dass wir dieses Thema weiterentwickeln müssen und dass Sie haben schon gesagt, lieber Herr Kloch, wir werden im Sommer eine zweite Veranstaltung zu diesem Thema haben. Und wenn Sie solche interessanten Vorschläge haben, schicken Sie das doch an die Stiftung Zukunft Berlin. Das würde uns in unserer Diskussion, in unserer Arbeitsgruppe Mitte doch also einfach reicher machen. Dankeschön. Wir haben noch draußen ein bisschen Get-Together. Da gibt es Wein und da gibt es ein paar Brezel, die haben wir gekauft. Wir laden Sie ein. Da draußen noch ein bisschen, sagen wir mal eine Viertelstunde, glaube ich, werden wir hier noch dazu kriegen, einfach noch Gespräche weiterzuführen. Dankeschön, dass Sie hier waren. Das wäre natürlich gut, wenn die Frau, die kannten Sie auch nicht, ne? Nee. Ja, das war also substanzieller, ja. Das, was er gesagt hat. Wobei am Schluss hat sich es auch wiederholt. Und ja. Er wollte ein bisschen Dampf ablassen. Ja, nur. Naja, weil er dich auch. Ja, ja. Ich